So, sehr geehrte Damen und Herren, verstehen Sie mich? Ja. Noch nicht ganz alle, ich rede ein bisschen lauter. Geht es jetzt? Prima. Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister Peter Altmaier, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, Freunde von Felix Juth, werte Pressevertreter, wir begrüßen Sie heute hier zu dieser besonderen Lesung, zu diesem besonderen Abend im Namen von Marina Kraut und meiner Wenigkeit und unserem gesamten Felix-Juth-Team ein ganz herzliches Willkommen hier in der freien und Hansestadt Hamburg. Eine ungewöhnliche Konstellation, ein Bundesminister, der über Bücher spricht, eine Konstellation, die uns sehr freut, denn so fröhlich das heute wirkt, so schwer waren die letzten Monate. In einer Innenstadt, wo alle Anwälte, alle Büromitarbeiter aus den Büros geflohen sind, viele Touristen ausgeblieben sind und wirklich eine Endzeitstimmung war, freuen wir uns sehr, dass wir heute diesen Abend hier draußen erleben dürfen. Und das reiht sich in eine Reihe von Höhepunkten bei uns ein, die uns verwöhnen, wo man fast Angst hat, warum jetzt so viel Gutes auf uns zukommt. Heute der Abend. Letzte Woche der Assistent von Karl Lagerfeld, Sebastian Chandot, der uns besuchte. Und nicht zu vergessen der Deutsche Buchhandelspreis, der uns von Frau Grütters vor anderthalb Wochen in Erfurt zugesprochen wurde, in der zweiten Kategorie. So sind wir wirklich sehr froh, dass Sie sich heute einreihen in diese schöne Reihe. Und Herr Altmaier ist nicht der erste Politiker bei uns. Von Ihnen waren vielleicht manche bei Katharina Fegebank, als sie hier ein Buch vorstellte. Früher war aber auch schon Olaf Scholz hier, Michael Naumann, Julian Nieder-Rümelin und auch Ihr Vorgänger als Wirtschaftsminister, Karl Schiller, auch Hamburger, ist auch in unserem Gästebuch und in der Firmenchronik enthalten. Ja, Peter Altmaier muss ich Ihnen nicht wirklich vorstellen. Seit 2012 ist er Minister in verschiedenen Kabinetten von Angela Merkel. Sie sind mittlerweile der dienstälteste Minister, kann man sagen. Alle anderen Ministerinnen und Minister wurden irgendwann entlassen, aber der lesende Minister blieb. Und es ist kein Geheimnis, dass Herr Altmaier ein Vertrauter der Kanzlerin ist und damit der mächtigsten Frau der Welt, einer der wenigen ist, der sie duzen darf. 2019 erhielt ich eine Einladung vom Wirtschaftsministerium und durfte damals bei einem Abendessen teilnehmen in Berlin mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und anderen Verlegern. Und ich habe dann, glaube ich, ganz forsch schon eine Gegeneinladung ausgesprochen, nicht in der Hoffnung, dass die angenommen werden könnte. Dann kam auch noch Corona, aber heute ist das endlich der Fall, dass wir hier an diesem besonderen Ort über Bücher sprechen können. Denn dieser Ort, Sie sehen ihn hier, Sie kennen ihn alle sehr gut, ist eben keine normale Buchhandlung. Und ich als neuer Geschäftsführer darf auch wirklich diese Buchhandlung noch loben, weil ich habe noch keine Meriten mehr hier verdient und darf wirklich sagen, dass es stimmt, was Frau Grütters sagte. Es ist eine besonders herausragende Buchhandlung, weil der Geist des Firmengründers Felix Juth, der 1985 hier starb, immer noch durch diese Bücherregale schwebt. Als Widerständler in der NS-Zeit, als sehr witziger, humorvoller Buchhändler, der auch viele Widerstände überstehen musste. Und er hat würdige Nachfolger gefunden mit Herrn Weber, mit Frau Kraut, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Frau Schuld und Frau Hell beispielhaft heute genannt, sodass wir heute im 98. Jahr unseres Bestehens sind und das erste Mal doch in dieser Zeit wirklich einen amtierenden Bundesminister hier zu Gast haben. Darauf freuen wir uns, denn jeder Veranstaltung, jeder Moment, der hier die Buchhandlung nach vorne hebt, ist auch ein Gegenzeichen für diese Welt des Konsums, der Luxusgüter, wo wir uns ja hier befinden. Wir sind in dieser Nachbarschaft ja wirklich ein Gegenort des Geistes. Hier geht es um Bücher, hier geht es um Literatur, hier geht es um das, was Menschen ausmachen, um Diskurs und damit ja auch um Politik. Und bei Politik sind wir jetzt bei Ihnen, dem lesenden Bundesminister. Es ist ja, Sie werden das gleich erläutern, eine persönliche Leidenschaft, die Sie zum Buch führt. Es gab einen großen Artikel in der Zeit, ein Porträt des Peter Altmaier als Leser, als Buchsammler, als Hausbibliothekar seiner selbst. Aber dazu alles gleich mehr. Und Frau Grütters verriet mir in Erfurt, als ich sagte, dass Sie kommen,
dass Sie sich immer mal Fotos zuschicken von Ihren Bücherregalen und Herr Altmaier das deutlich aufgeräumtere Bücherregal hat als unsere Staatsministerin für Kultur. Ja, wir begrüßen herzlich den lesenden Minister, der, darf man sagen, zum Glück jetzt kein schreibender Minister ist, wenn man die Kollegen ansieht mit diesen schnell geschossenen Büchern. Es gibt einen sehr guten Artikel von Herrn Altmaier über den Begriff der bürgerlichen Moderne. Da werden wir auch gleich dazu kommen. Aber es sind eben nicht diese Bücher oder nicht diese Texte, die schnell geschossen sind und ja auch immer das Buch, die Bücher, die wir gleich behandeln werden, ein bisschen unterlaufen. In dem Sinne freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Und wir behalten, denke ich, die Frage zwischen Macht und Geist heute alle im Hintergrund. Ein mächtiger Mann, einer der mächtigsten Politiker des Landes. Wie verhält sich das zum Buch, zum Geist? Denn wir haben in der deutschen Geschichte ja oft gesehen, dass diese Frage sehr verheerend auch beantwortet werden konnte. Aber heute am 20. Juli darf man sicherlich auch daran erinnern, dass es auch mit zu den hoffnungsvollsten Momenten der deutschen Geschichte erzählt, dass Geist und Bildung sozusagen auch was Gutes bewirken kann. Und in diesem Sinne freue ich mich auch sehr, dass Sie an diesem Tag da sind und begrüße Sie sehr herzlich im Namen von Felix Juth hier in Hamburg und in unserer Buchhandlung. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrte liebe Frau Kraut, sehr geehrter lieber Robert Eberhardt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhandlung an diesem wunderbaren Ort und vor allen Dingen Sie alle, die Sie heute Abend gekommen sind bei schönem Wetter, um einen Abend über Bücher zu reden. Und wie vereinbart sich das? Amtierender Minister, auf der einen Seite Politiker, durchaus nicht unterbeschäftigt und auf der anderen Seite die Liebe zu Büchern. Ich glaube, dass ich diese 27 Jahre im Deutschen Bundestag und 15 Jahre auch gemeinsam mit der Kanzlerin in unterschiedlichen Funktionen vermutlich nicht so durchgestanden hätte, hätte ich nicht meine Bücher gehabt. Manches liegt nahe beieinander. Manche politischen Fragen sind vor 200 oder 300 Jahren aufgeworfen worden und bis heute nicht beantwortet. Otto von Bismarck, der ja nicht weit von hier in Friedrichsruh seinen Ruhestand verbracht hat und der sich als Hamburger fühlte und als Hamburger geehrt wurde, der hat in den 1870er Jahren die Grundzüge unserer gesetzlichen Sozialversicherung erdacht und verwirklicht. 1000 Jahre hat man darüber diskutiert und er hat es umgesetzt und er blieb lange Zeit der Einzige. Wenn Sie daran denken, wie schwer es ist, Obamacare, die gesetzliche Krankenversicherung für alle Amerikaner, heute noch zu verteidigen und beizubehalten, wie scharf die Gegensätze waren und sich überlegen, dass Otto von Bismarck diese Dinge realisieren konnte vor inzwischen über 140 Jahren, dann wird deutlich, wie sehr wir alle in einem engen zeitlichen Kontext unsere Entscheidungen treffen. Aber, und das ist das Schöne an den Büchern, wenn Sie über die Akten brüten, dann müssen Sie Entscheidungen treffen, die Auswirkungen haben auf lebende Menschen. Auf Menschen, die mittelständische Unternehmen führen, auf Menschen, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben, auf Menschen, die sich um das Klima und die Umwelt sorgen, auf Menschen, die um den Existenz ihres eigenen Unternehmens ringen. Und wenn Sie dann ein Buch lesen, ob moderne Literatur, ob Bücher, die antiquarischer Herkunft sind, und dann haben Sie es mit einem abgeschlossenen Vorgang zu tun. Ein Vorgang, der vielleicht viele Jahrzehnte zurückliegt. Sie können nichts falsch machen. Sie können nur etwas lernen für die Zukunft. Und das ist die Faszination, die für mich von den Büchern ausgeht. Sie wären nicht gekommen, wenn Sie nicht ebenfalls ein hohes Interesse an Büchern hätten. Und Felix Juth würde nicht seit fast 100 Jahren bestehen, wenn es nicht Menschen gäbe, die bei Ihnen einkaufen. Karl Lagerfeld war sicherlich der bekannteste Kunde, aber auch er alleine hätte das Unternehmen nicht 97 Jahre am Laufen halten können. Insofern ein großes Kompliment. Ich darf keine Schleichwerbung betreiben als Minister, aber ich möchte ein Geheimnis lüften. Ich stand eigentlich an jeder dieser Fensterscheiben in meiner Ministerkarriere mindestens einmal im Jahr und habe mir die Nase platt gedrückt, weil ich es so großartig fand, dass Sie hier in dieser kleinen Ladenpassage
auf der einen Seite Bücher, die man im Buchhandel finden kann, aber nicht bei jedem Buchhändler findet, Kunst und antiquarische Bücher auf engstem Raum in einer friedlichen Koexistenz versammelt haben. Ich habe selten das Geschäft betreten, immer in der Sorge, man könnte die Kaufkraft eines Ministers mit der von Karl Lagerfeld verwechseln. Und meistens hat die Zeit auch nicht ausgereicht. Und dann bin ich ins Rathaus zu meinen Gesprächen mit Herrn Tschentscher oder mit Olaf Scholz und deren Vorgängern. Aber ich war immer froh, dass es diesen Ort gibt. Als ich noch nicht wusste, liebe Frau Kraut, wer Felix Jud war, wie die wechselvolle Geschichte vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlaufen ist und vor allen Dingen, welch ein kulturelles Zentrum diese Buchhandlung war in der großen Zeit, als Felix Jud und sein Geschäftsführer auf den Buchmessen waren, mit den Verlegern auf Du und Du standen und mit dazu beigetragen haben, dass diese westdeutsche Bundesrepublik Deutschland das Beste, was uns in der Geschichte bis damals jemals passiert war, reüssierte und Erfolg hatte. Das war auch ein Erfolg des westdeutschen Nachkriegsbürgertums. Ich komme noch mal darauf zurück. Ich wollte heute mit Ihnen ganz kurz reden über die Bücher im Allgemeinen und im Speziellen, über einige Bücher, die für mich eine Rolle gespielt haben und natürlich auch über einige politische Fragen. Aber lassen Sie mich zunächst einmal Ihnen, Frau Kraut, Ihnen, Herrn Eberhardt und all denen, die als Unternehmerinnen und Unternehmer tätig sind, nochmal ein herzliches Dankeschön sagen für Ihren Durchhaltewillen während der Pandemie. Diese Pandemie war länger, als wir uns jemals vorgestellt hätten. Der Lockdown hat länger gedauert und größere Auswirkungen gehabt. Wir haben alles getan von staatlicher Seite, um das Überleben mit zu ermöglichen, vom Kurzarbeitergeld angefangen bis hin zu Überbrückungshilfen, Novemberhilfen, Dezemberhilfen und vieles andere mehr. Aber ohne Ihren Willen, ohne Ihre hundertprozentige Entschlossenheit wäre es nicht möglich gewesen. Und heute können wir sagen, wir haben einen existenzbedrohenden Substanzverlust, kulturellen Substanzverlust, Substanzverlust im Hinblick auf Identität von unserem Land abwenden können, Gott sei Dank. Und das macht Mut für die Zukunft. Und deshalb würde ich Ihnen allen wünschen, dass Sie nicht nur viele ähnliche Lesungen in den nächsten Wochen und Monaten veranstalten können, sondern dass Sie auch Menschen finden, die sich dafür interessieren, was Sie anbieten in den Schaufenstern und dahinter. Ich habe mich gerade eben davon überzeugt, wie gut sortiert diese Buchhandlung auf engem Raum doch ist. Ja, was soll ich sagen zum Thema Corona ganz schnell, bevor wir zu den Büchern kommen? Die Innenstädte sind in besonderer Weise herausgefordert. Die Industrie befand sich nicht im Lockdown und musste auch nicht in den Lockdown, weil die Zahl der sozialen Kontakte dort sehr überschaubar war und die Hygienekonzepte gut umsetzbar. Wir haben aber in allen Ländern rund um den Globus erlebt, dass insbesondere in Innenstädten der Lockdown unumgänglich war, dass die Maßnahmen auch Erfolge gezeitigt haben. Aber sie haben eben ein ganz sensibles Ökosystem getroffen, das bereits viele Schläge überlebt hat. Die Einkaufszentren auf der grünen Wiese, die Internetpräsenzen über Amazon und andere große Plattformen, das, was man auch die Veränderung der Lebenskultur nennt. Beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob das Geschäft noch da ist, hier war mal irgendwo eines, wo man wunderbare Gläser finden konnte, in allen Farben und von Hand geschliffen, in großartiger Präsenz. Viele Menschen legen das Geld dafür nicht mehr an, weil die Kultur sich geändert hat. So wie ich überzeugt worden bin, von meinen Mitarbeitern die mitgebrachte Krawatte nicht anzulegen. Es ist mir sehr schwer gefallen, lieber Herr Eberhardt, weil ich davon ausging, dass Sie auf alles verzichten könnten, nur nicht auf Ihre Krawatte. Und ich immer das Gefühl habe, wenn ich die Krawatte nicht anlege, wirke ich irgendwie korpulent. Aber das ist wahrscheinlich nur ein optischer Eindruck und insofern bitte ich mir das nachzusehen. Ja, wir wollen, dass unsere Innenstädte weiterleben. Und wir wollen, dass sie vielfältig bleiben. Und dazu muss es verständlicher werden, die Innenstadt zu begreifen als einen Ort der Sozialisation. Sozialisation, wo Menschen allen Alters und aus allen Bevölkerungsschichten zusammenkommen. Und wo man etwas lernen kann, wie diese Gesellschaft funktioniert, wie sie im Innersten zusammenhält. Solche Sozialisationsinstanzen gab es früher viele und sie sind
fast alle weggefallen. Die Kirchen haben einen Bruchteil der Besucher, die sie früher hatten. Die Bundeswehr hat auf die Wehrpflicht notgedrungenermaßen verzichtet. In den Gewerkschaften, in den politischen Parteien tummeln sich heute viel weniger Mitglieder als jemals zuvor. Sodass als einzige große Instanz übrig geblieben ist die Schule und die Universität. Und im Übrigen, und das ist meine persönliche Überzeugung, die Innenstadt einen Teil dieser Aufgaben übernehmen könnte und ganz gewiss der stationäre Buchhandel. Weil der Buchhandel nur für denjenigen auch im Netz attraktiv ist, sei es beim Antiquar, ZVAB, wo auch Ihre Bestände einsehbar und bestellbar sind, sei es auf anderen Marktplätzen. Wenn man vorher seine Bekanntschaft mit dem Buch gemacht hat, wenn man in einem stationären Buchhandel stand und die Qual der Wahl hatte zwischen den verschiedenen Büchern und sich orientieren konnte und sehen konnte, wie viele unterschiedliche Facetten dieses Buch hat. Und ja, es ist richtig, lieber Herr Eberhard, Sie haben das zitiert in der Einladung. Ich war etwas keck. Ich habe einen Artikel geschrieben über die bürgerliche Moderne. Weil ich glaube, dass wir alle auf der Suche sind nach etwas, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es bei Goethes Faust formuliert ist. Und das kann heute keine Ideologie sein. Es kann auch keine einzige Religion sein. Es kann auch nicht die Religiosität sein. Das ist Privatsache. Und dafür haben Menschen gekämpft. Und deshalb glaube ich, dass wir uns auch darauf besinnen müssen, dass das Buch der älteste Kulturträger ist, den wir alle haben. Ich habe Ihnen einige Bücher empfohlen, die man kaufen kann. Aber ich habe Ihnen eines mitgebracht, das Sie heute noch kaufen können. Das sind die klassischen Sagen des Altertums von Gustav Schwab, herausgegeben oder verlegt 1830 ungefähr. Ich habe hier eine Ausgabe von Bertelsmann von 1970 mitgebracht. Da war ich 12. Und damals haben jedenfalls diejenigen von uns, die eine altsprachliche Schule in der Nähe hatten, wo man noch Latein und Griechisch lernte, das irgendwann auf dem Gabentisch gefunden. Aber das haben eben junge Männer und später auch junge Frauen über 150 Jahre auf dem Gabentisch gefunden. Das war ein Teil einer gemeinsamen kulturellen Erinnerung, der griechische Götterhimmel, die Ilias, die Odyssee, die Herakles sagen. Und das kann man für viele andere Bücher auch sagen. Das Buch differenziert nicht, ob es Kunst ist, oder ob es bildende Kunst ist oder Belletristik, ob es historische Bücher sind oder moderne. Es ist das Buch und das Buch ist Kulturträger und in dieser Form hat es einen ganz besonderen Rang. Und ich bin persönlich zutiefst davon überzeugt, dass eigentlich jeder Mensch sich für Bücher interessieren und begeistern kann. Der eine mit mehr Bildern, die andere mit weniger Bildern, der eine in dieser Richtung, der andere in jener. Aber wir würden erst dann bemerken, was wir an dem Buch verloren haben, wenn wir es nicht mehr hätten. Das Buch untergeht natürlich vielfältige evolutionäre Entwicklungen und Metamorphosen. Heute gibt es Print on Demand. Wenn Sie Bücher aus den 60er Jahren nicht mehr bekommen können, ist es relativ einfach, die über die Buchhandlung zu bestellen. Heute können Sie antiquarische Bücher schaffen und Sie können das E-Book sich leisten. Und ich selbst habe überhaupt kein Problem, im Internet zu surfen. Ich mache es sogar sehr gerne, wenn ich abends nach Hause komme, um Mitternacht manchmal, das Internet noch einmal durchzuflöhen nach Dingen, die mich interessieren. Aber es geht eben nichts über das Buch, über das gedruckte Buch, das eigentlich größer ist als sein Besitzer, weil es meistens länger dauert, als das Alter eines Menschen umfasst. Ich habe Bücher bei mir zu Hause, die sind 150, 160 Jahre alt, einige in verlagsfrischer Verfassung. Ich werde Ihnen ein Exemplar, das ich Ihnen mitgebracht habe, gleich noch zeigen. Und ich glaube, dass wir darüber diskutieren müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser Leben nur noch reduziert wird auf die Arbeit und die Schule und anschließend auf die Familie, die so wichtig ist, aber die insgesamt ja auch nur die Kultur weitergeben kann, wenn wir uns selbst immer vergewissern, worin diese Kultur besteht. Diese Kultur ist nichts Statisches, sie ist nichts Museales, sie wird von uns gemacht, sie ist für uns da und dazu brauchen wir die Bücher, alte und neue, moderne und weniger moderne und sie ermöglichen uns im Übrigen die Zeit zu dehnen. Lieber Herr Eberhard, Sie sind vom Alter her noch nicht so ganz weit fortgeschritten
Und deshalb kommt Ihnen die Zeit vielleicht noch länger vor. Ich kann Ihnen sagen, in meinem Alter, auch wenn die fast zehn Ministerjahre schnell vergangen sind und die Abgeordnetenjahre auch, aber man stellt sich dann schon die Frage, warum das alles so schnell ist. Und wenn Sie überlegen, dass normales Menschenleben ja heute vielleicht 80, 90, wenn man ganz viel Glück hat, 95 Jahre dauert, und dann ist auch das eine kurze Zeit, die schnell vorbeigeht. Wenn Sie aber Bücher lesen, wenn Sie etwas lesen können, was sich 1820 zugetragen hat, wenn Sie einen Kriminalfall aus 1910 oder einen politischen Skandal aus 1913 anschauen können in einem Buch, das heute neu aufgelegt ist oder vielleicht alt ist, und dann dehnen Sie Ihre eigene Zeit, indem Sie Ihren Horizont über das hinaus ausdehnen, was Sie an persönlichem Erleben jemals haben. Und dann passen Sie auf, wenn Sie anfangen, sich für die Bücher zu interessieren. Das sind Individuen, aber Sie sind natürlich auch untreue Gesellen, weil das Buch jedem von uns, wie wir hier sitzen, etwas ganz anderes erzählt. Ich habe hier ein Buch mitgebracht aus meiner Sammlung. Das ist eines von 9 Bänden. Es gab viele Deutsche, die sich nach Italien hingezogen fühlten. Schon im 18. Jahrhundert Johann Heinrich Winckelmann, Chefarchäologe in Rom. Dann im 19. Jahrhundert, 100 Jahre später, Ferdinand Gregorovius, die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Er hat dort gelebt, er hat ein 9-bändiges Werk geschrieben. Und wenn Sie das lesen oder wenn wir es lesen würden, es würde jedem von uns etwas anderes erzählen. Es würde demjenigen, der alte Geschichte studiert hat, etwas ganz anderes erzählen, als demjenigen, der neuere Geschichte studiert hat oder vielleicht überhaupt gar nicht studiert hat, aber sich für Geschichte interessiert oder jemandem, der sich für Technik interessiert. Und mir ist aufgefallen, wenn ich alte Bücher lese, oder neue Bücher, die ich mir vor 20 Jahren gekauft habe, dass sie mir bei jedem erneuten Lesen auch etwas anderes erzählen, weil mein eigener Erfahrungshorizont sich verändert hat. Und deshalb, ich möchte Ihnen nicht das Geschäft verderben, Frau Kraut, aber ich empfehle auch allen, die zu Hause Bücher haben, schauen Sie vielleicht noch einmal herein. Ich hatte Golomann, deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, mir gekauft als Schüler und es zum ersten Mal gelesen. Ich war begeistert. Ich habe es mir dann noch einmal angeschaut in einem der letzten Sommerferien. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr begeistert war. Aber ich habe manches, was dort gesagt worden ist, mit anderen Augen gesehen, weil ich in der Politik, in der Außenpolitik, in der Innenpolitik, in der Gesellschaftspolitik nun eigene Erfahrungen gesammelt habe. Und so sind Bücher eigentlich etwas, was auch ein Reflexionsgegenstand ist, wo man die eigenen Gedanken, die eigenen Entwicklungen spiegeln kann und wo man sich selbst weiterentwickeln kann. Das sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bücher. Und diese Bücher, die wir sehen, werden in konkreten Läden verkauft. Sie werden zugänglich gemacht. Sie werden ausgesucht. Beginnt mit dem Verfasser, der ein Buch schreiben möchte und dem der Lektor erstmal erzählt, dass er keine Ahnung hat. Ich habe mich mit dem Gedanken getragen, als Politiker ein kleines Buch zu schreiben. Nicht über die aktuelle Politik, über ein historisches Sujet. Ich möchte, wenn es Historiker da sind, mir nichts anmaßen, weil ich eben keiner bin. Ich wollte mal Historiker werden und hatte dann Zweifel, ob der Beruf seinen Mann ernährt, vor allen Dingen, wenn der Mann kräftig ist und regelmäßig essen muss. Und dann bin ich Jurist geworden. Aber ich habe mich für historische Zusammenhänge immer interessiert. Und zwar nicht nur Otto von Bismarck oder Napoleon oder Churchill, sondern auch Wolfgang Stresemann, Politiker aus Hamburg, die es in der Bundespolitik zu Ansehen gebracht haben. Und mir ist dann aufgefallen, dass wir eben in dieser Beschäftigung darauf angewiesen sind, welche Auswahl Sie für uns treffen. Als ich anfing, ein Buch zu schreiben, hat mir ein guter Freund, der selber schon Bücher geschrieben hat, gesagt, Peter, geh doch als erstes mal bitte zum Lektor. Und nicht als letztes, sonst wirft der Lektor dein ganzes Manuskript in die Mülltonne. Nun war ich mir nicht sicher, ich war ja überzeugt, ich hätte ein gutes Manuskript geschrieben. Aber ich habe es vertagt auf die Zeit des Ruhestandes und darüber entscheiden ja Sie, wann der beginnt. Denn Sie werden bei den Wahlen noch einmal die Karten neu mischen und das werden wir demütig entgegennehmen. Ich habe, meine sehr verehrten Damen und Herren, in all den Jahren
festgestellt, dass die Bücher nicht das ganze Leben sind. Aber ohne die Bücher wäre das Leben wesentlich ärmer. Und vor allen Dingen versteht man mit und über den Büchern auch, wie das Leben früher war. Sie alle haben vielleicht Fotos von ihren Verwandten. Diese Fotos sind schwarz-weiß. Aber das Leben war damals bunt. Um 1900 war das Leben bunt. Ich habe hier ein Bändchen, wo ist es denn hingekommen, ganz unten, ich gebe es nachher rum, mit den ersten Farbdrucken über die deutschen Kolonien von 1913. Kein Mensch würde glauben, dass es damals schon Farbaufnahmen gab, die in Büchern verewigt wurden. Oder Chromolithografien, die in Lexiken oder Brems Tierleben veröffentlicht wurden. Das alles löst unsere heutigen Probleme nicht, aber es hilft uns, diese Probleme einzuschätzen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Wert, den solche Bücher haben. Manchmal merkt man auch, wie wenig man selbst etwas verstanden hat. Es gab zu meiner Studentenzeit ein Buch, Gödel, Escher, Bach. Da ging es um moderne Mathematik und wie man sie grafisch umsetzt. Ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen, verstanden habe ich es leider Gottes nicht. Das hat dann dazu geführt, dass ich Jurist geworden bin und nicht Diplom-Mathematiker. Insofern war auch das eine wichtige Entscheidungshilfe in meinem Leben. Ja, ich würde vorschlagen, lieber Herr Eberhard, dass ich hier einen Punkt mache, damit wir nicht völlig aus der Zeit laufen. Und wenn Sie dann einen Startschuss geben, würde ich dann meine Bücherempfehlung, meine Bücherliste vorstellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister, für diese einleitenden Worte. Vielleicht, wir wollen nicht über Politik reden. Sie sind ja auch nicht die Kulturstaatsministerin für Kultur, aber in Ihrem Wirtschaftsministerium spielt ja das Buch auch eine Rolle, oder? Also das wäre sozusagen auch unsere Forderung als Buchhändler. Wir profitieren ja durch Gesetze auch, dass wir überhaupt überleben. Verminderter Mehrwertsteuersatz, dass das natürlich bleibt. Eine Forderung des Verbandes ist natürlich auch, die Buchpreisbindung beizubehalten, weil sonst wäre überall Schluss, muss man leider sagen, weil der Kunde natürlich doch die 2 Euro dann bei der Kette sparen würde. Also das sind natürlich auch Sachen, die man sich wünscht, dass das, egal wer die Bundesregierung nach der Wahl besetzt, doch so bleibt. Aber ich glaube, da gibt es auch keine Frage, diese Also jedenfalls, was mich angeht, gibt es da keine Frage. Wir hatten uns ja getroffen mit den Verlegern, auch der wichtigsten deutschen Verlage. Und Herr Eberhard war übrigens eingeladen, weil er selbst auch Verleger war und ist mit dem Wolf Verlag, wo er wunderschöne Bücher herausgegeben hat. Und für mich war entscheidend, als wir über diese Fragen diskutiert haben, also der reduzierte Satz, da kann ich Sie beruhigen. Es gibt seit 20 Jahren Forderungen, dass man die Frage, wer zahlt den vollen Satz und wer zahlt den reduzierten Satz, dass man das gerechter macht, gleichmäßiger macht, ausgewogener macht. Babynahrung zahlt den vollen Satz, Tiernahrung den ermäßigten Satz, geht doch gar nicht eigentlich. Aber jeder Finanzminister, der es versucht hat, kam anschließend kleinlaut zur Bundeskanzlerin und hat gesagt, ich glaube, wir lassen die Finger davon. Man verärgert und enttäuscht so viele Leute, niemand möchte es sich nehmen lassen. Und wenn man es allen gibt, dann hat der Staat seine Einnahmen halbiert in diesem Bereich. Und das ist auch nicht ganz einfach darstellbar. Also da, glaube ich, kann ich Ihnen das versichern. Zweitens, Sie haben meine Unterstützung natürlich bei der Buchpreisbindung. Da muss man sich fragen, woran liegt denn die Begründung? Weil in aller Regel haben wir ja keine Preisbindung. In aller Regel werden die Preise am Markt gebildet. Wir haben es bei den Büchern und wir haben es bei den Zeitungen und Zeitschriften. Und das ist aus meiner Sicht nur zu rechtfertigen, wenn man sagt, dass das Buch eine herausragende Rolle als Kulturgut hat. Eine Rolle, die in dieser Form, natürlich gibt es Tischkultur, es gibt Esskultur, es gibt Malerei, es gibt Musik, es gibt wunderschöne Gärten. Und trotzdem hat das Buch diese übergreifende Bedeutung, bei uns seit der Erfindung des Buchdrucks eigentlich. Ich gehöre nicht zu denen, die Inkunabeln sammeln. Erstens wäre der Beruf des Ministers dafür vielleicht nicht ganz geeignet. Das sind diese allerersten frühen Drucke, die im 16. Jahrhundert hergestellt worden sind, die große Sammelleidenschaft auslösen. Aber nach allem, was ich beurteilen kann, dieses Land wäre ein anderes ohne seine Bücher. Und die Bücher wären nicht ohne die Verleger. Und die Verleger wären nicht ohne die Buchhändler. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass dieses System beibehalten werden soll. Und dass Sie ein wirklicher Leser sind, das sagt Herr Altmaier nicht nur so. Ich habe auch Freunde gefragt und Leute, habt ihr den mal gesehen und so.
Und es sind Leute, Freunde von mir, mit ihnen im Flugzeug geflogen und haben gesehen, wie sie aus einer Discounter-Tüte sofort im Flugzeug und beim Warten ein Buch zogen und gelesen haben. Also es ist wirklich an jeder Stelle, wo sie gehen und stehen, kommt das Buch aus der Tasche, oder? Sie nehmen immer eins mit, auch auf Dienstreisen? Ja, meine Zeit ist ja kontingentiert. Das heißt, ich versuche dann, wenn ich im Auto sitze über längere Strecken und alleine bin oder wenn ich im Flieger sitze, sind kürzere Strecken meistens in Deutschland, dann versuche ich mich damit abzulenken. Ich könnte auch Akten machen, aber wenn man den ganzen Tag nur Akten macht, dann macht man sie nicht mehr gut. Und deshalb ist es besser, Sie machen eine Stunde einen Break und dann machen Sie Ihre E-Mails und dann machen Sie Ihre Telefonate und dann machen Sie Ihre Akten. Und das ist für mich sozusagen eine ganz große Erleichterung. Ich frühstücke auch gerne mit Büchern und ich gehe mit Büchern zu Bett. Mir hat mal jemand die Frage gestellt, die Sie sich vielleicht auch mal stellen würden, wenn Sie Ihre Kinder überzeugen könnten oder Ihre Ehepartner, dass man sich mit Büchern intensiver beschäftigt. Nach welchen Prinzipien sammelst du denn und nach welchen Prinzipien gestaltest du deine Bibliothek? So, und es gibt Sammler wie Wolf von Lucius, der bei Ihnen, der glaube ich schon mal gelesen hat, der sehr hohe Ansprüche stellt, vor allen Dingen 18. Jahrhundert, künstlerisch sehr wertvolle Bücher. Es gibt Sammler, die gehen nach Erstausgaben. Es gibt Sammler, die haben andere Kriterien. Für mich war eigentlich der Inhalt immer entscheidend, weil ich glaube, dass jede Bibliothek, und wenn sie nur 40 Zentimeter in einem Bücherschrank ausmacht, dass jede Bibliothek etwas über ihren Eigentümer besagt, seine Interessen, seine Schwerpunkte. Und ich habe mich immer getraut und mir immer auch angemaßt, selbst zu entscheiden, welche Bücher ich lesen möchte und welche Bücher mir herzlich egal sind. Ich werde das jetzt nicht sagen, damit Sie nicht am Ende dann einen Einspruch haben im Umsatz bestimmter Titel. Aber glaube ich, kann jeder sich leisten. Und dann bin ich gefragt worden, ja, und wie ordnest du denn deine Bücher im Bücherregal? Weil das sind natürlich einige geworden im Laufe der Jahrzehnte. Und da gibt es welche, die sagen, oh, nur nach Alphabet. Andere sagen, nur nach Erscheinungsjahr. Und dann habe ich mal eine Soiree gehabt bei mir zu Hause in Berlin, wo die eine Hälfte der Bücher steht und ganz viele antiquarische. Und da war ein Bundestagskollege, der so ein bisschen ketzerisch war, aber ein scharfes Auge hatte. Und da sagte der, nee, die sind nach Schönheit geordnet. Und da sagte ich, ja, genau so ist es. Weil ich glaube, dass ein Buch auch etwas Ästhetisches ist. Und das hat nichts damit zu tun, ob es einen Lederrücken hat oder ob es ein Paperback ist. Aber es muss zueinander passen, Sie müssen. Und im Übrigen ist es auch für die Synapsen in Ihrem Kopf viel schöner, wenn Bücher nebeneinander stehen, die nicht alle dasselbe Thema haben, denselben Gegenstand haben, sondern ganz unterschiedliche Spannungsverhältnisse erzeugen. So, und auch im Flugzeug kann man Spannungsverhältnisse erzeugen. Dann kommt nämlich dann irgendwann kommt der Imbiss und dann müssen Sie entscheiden, ob Sie weiter das Buch lesen oder ob Sie sich dem Imbiss widmen. Ich muss ehrlich zugestehen, hat das Buch auch dann schon manchmal bei mir verloren. Kleine Pause. Aber sagen Sie, Sie sind ja wirklich auch begeisterungsfähig. Gehen Sie dann auch Mittwochmorgen ins Kabinett und sagen, das Buch habe ich gelesen, Angela, lies das doch auch mal. Oder hier, Horst Seehofer, besonders für dich geeignet. Also sind Sie auch der Buchhändler der Bundesregierung, ja, das ist der Kritiker? Ja, das hat ja jeder Mensch eigentlich in sich, dass alles Schöne, was er kennt und weiß, er mit anderen Menschen teilen möchte. So, ich hatte einen Minister, Kollegen, der war Minister, als ich noch gar keiner war, aber als ich schon im Maschinenraum der Macht für die Kanzlerin arbeiten durfte. Und der hat überall erzählt, sein Sportwissen. Der hatte seit den 60er Jahren alle Leichtathletikrekorde, alle wichtigen Bundesligaspiele gespeichert. Und er hat uns das mitgeteilt, egal ob wir uns dafür nun besonders interessiert haben oder nicht. Also mein Interesse an der Fußball-Bundesliga im Jahr 1996 hält sich ehrlich gesagt etwas in Grenzen. Zumal man ja das nicht sich bildlich vorstellen kann. Es gibt andere, die erzählen über andere Gegenstände und ich ja, ich gebe das zu. Ich habe aber nicht über die Bücher als solche geredet, sondern über das, was ich in den Büchern vorgefunden habe. Zum Beispiel haben wir in diesem Jahr in der Bundesregierung ein Gesetz eingebracht und auch im Bundestag verabschiedet über eine stärkere Beteiligung von Frauen
mit einer Frauenquote auch in Vorständen von großen Aktiengesellschaften, die miserabel niedrig ist, obwohl es ja nicht sein kann, dass es so wenig fähige Frauen gibt. Und dann hatten wir einen Arbeitskreis, da war die Justizministerin drin, Frau Lambrecht, da war die Frau Giffey drin, die Familienministerin, da waren verschiedene andere Damen drin, auch von der CDU, Annette Wittmann-Mautz zum Beispiel, die Chefin der Frauenunion. Und dann haben wir dort, ich war der einzige Mann, und dann haben wir dort darüber geredet, und da konnte ich nicht an mich halten, als sie sagten, du verstehst doch nichts davon. Sagte ich, ja, habt ihr vielleicht mal wieder von Meisenbub gelesen, die in den 1840er Jahren heimlich die Paulskirchenversammlungen angehört hat und dann in Rom lebte und Nietzsche und Richard Wagner zum Freund hatte. Die hat übrigens 1876 in ihren Memoiren geschrieben, der Tag, wo die Vertreterinnen eines glücklichen Geschlechts die volle Emanzipation genießen, ist nicht mehr ferne. So mächtig bricht sich der Gedanke der gleichen Rechte für Männer und Frauen Bahn. Und es hat noch über 100 Jahre gedauert und wir sind immer noch nicht so weit. Und es ist ein Prozess, der im Werden und im Entstehen begriffen ist. Oder wenn man in der Politik manchmal Entscheidungen zu treffen hat, wo man dann sieht, aha, das hat ein anderer, gar nicht unbedingt immer nur ein großer Staatsmann, aber ein anderer, ähnlich entscheiden müssen. Und er ist damit völlig auf die Schnauze gefallen. Und dann sollte man, glaube ich, auch imstande sein, da mit den Kollegen drüber zu reden. Kleinen Moment, Ohnmachtsanfall beim Aufseher. Füße hoch. Geht wieder, ja? Bitte? Ja. Ja. Und es hat zum Beispiel... gab es in den 1880er Jahren gab es eine Korrespondenz zwischen Otto von Bismarck, Reichskanzler, schon weit über 70, mit dem Gesandten in St. Petersburg, damals Russland, und mit dem Generalstab. Die wollten einen Präventivkrieg gegen Russland führen. Und Bismarck erklärte, also erstens, wir haben das Primat der Politik. Der Generalstab soll entscheiden, wie man Kriege gewinnt, und ich entscheide, ob man sie macht. Und ich sage, wir machen keinen. Daraufhin gaben die keine Ruhe. Und dann hat Bismarck einen geharnischten Brief hinterhergeschickt und hat gesagt, und im Übrigen wissen wir seit Napoleon dem I., dass man nach Russland viel leichter hinein als wieder herauskommt. So, wenn man das im Ersten Weltkrieg beherzigt hätte, hätte man vielleicht das schlimme 20. Jahrhundert anders gestalten können. Und solche Reminiszenzen, die reizen mich. Und darüber rede ich dann auch. Die meisten tun so, als wären sie ganz fürchterlich interessiert. Aber ich weiß natürlich, dass man es nicht übertreiben darf. Dann würde ich sagen, um auch von Ihrem Lesegeschmack etwas mitzubekommen, gehen wir an die Empfehlungsliste. Sie haben 10 Bücher ausgewählt, die Ihnen etwas bedeuten, die Sie interessant finden und die Sie uns vorstellen möchten. Ja. Und die Sie auch alle in der Buchhandlung finden, falls Sie dann auch eins davon... Ich mache das ganz kurz. Ich wollte ja in der Tat, wir müssen Corona überwinden, wir brauchen auch wieder Umsätze. Deshalb habe ich Titel ausgewählt, die man in der Tat im Buchhandel bestellen kann. Das eine ist von einem sehr modernen, Zeit in der Mode befindlichen Germanisten und Professor Michael Mahr, Die Schlange im Wolfspelz. Das Geheimnis großer Literatur. Wenn Sie sich für Poesie interessieren oder für Prosa und Belletristik, also für fiktionales Schreiben, dann würde ich Ihnen dieses Buch ans Herz legen wollen, weil er eben nicht nur darüber spricht, was ein erfolgreiches Buch ausmacht und über Satzzeichen, über Stilsünden, über Regeln, über Rahmenhandlungen. Das alles ist sehr spannend, aber er hechelt auch die moderne deutsche Literatur der letzten 100 Jahre durch. Und das sind alles Namen, die wir normalerweise alle schon gehört haben, von Arno Schmidt über Kafka, über Hertha Müller und über Gertrud Leutenegger, über Botho Strauß und viele andere. Und es sind immer kurze Auszüge aus deren Werken, wo sich der Leser ein Bild machen kann. Und ich habe mir jedenfalls einige bestellt, um die ich bislang einen Bogen gemacht hatte. Wir haben hier ein Buch, was auch noch nicht so lange auf dem Markt ist. Das ist Hegels Welt. Das ist von jemandem geschrieben, den man kennt und mit dem ich nicht in allen Punkten immer nur einer Meinung bin.
Jürgen Kaube, der Feuilleton-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und der zeichnet die Welt und den Geist und das Leben nach, wie es zum Zeitpunkt des Wirkens von Hegel war. Also kurz vor der Aufklärung, aber sehr dicht davor, in der Zeit eines großen Umbruches, mit vielen Irrungen und Wirrungen, sehr spannend und interessant geschrieben. Es gibt solche Bücher, es gibt ein französisches Le Monde du Sophie, Sophies Welt. Es gibt, da geht es um die Geschichte der Philosophie insgesamt. Es gibt, ich glaube, das ist von diesem Bestseller-Autor, ich komme nicht auf den Namen, aber er hat ganz viele Auflagen erzielt. Der hat über Gauss Humboldt geschrieben. Daniel Kehlmann, genau. Und das hier ist etwas, was mir persönlich jedenfalls einige ganz interessante Einsichten noch einmal gegeben hat, wo ich wirklich einen Escape gefunden habe. Und wenn ich da kurz zwischenfragen darf, interessiert Sie diese Sattelzeit, wie sie Koselleck nannte, also da, wo wirklich sozusagen die Moderne beginnt, auch die Goethe-Lebenszeit, das ist ja für viele Leser auch wirklich so eine Herzenszeit, wo viele alles kennen, alles lesen. Ist das auch so Ihr ein Schwerpunkt Ihrer Lesebiografie, die Zeit um 1800? Jein. Also ich will mal weiter zurückgehen. Für mich war eigentlich, oder gibt es eine politisch-kulturelle Wasserscheide der Menschheit, und das war die Französische Revolution und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Der Mensch war über viele Jahrtausende, eigentlich während allen Zeiten der Hochzivilisation, nicht mehr als ein Stück Ware. Sie konnten auf den römischen Sklavenmärkten, Rom war eine hochentwickelte Republik mit Rechtsstaatlichkeit, mit Gesetzen, mit Rechtsprechung, mit Polizeigewalt, aber sie konnten griechische Philosophen und griechische Hauslehrer auf den Sklavenmärkten kaufen. Der Mensch hatte keine eigenen Rechte, er konnte leibeigen sein, und zwar bis ins 19. Jahrhundert hinein, in den USA noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Sklavenhaltung in den Südstaaten. Und mit der Französischen Revolution, mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ist klar geworden, jeder Mensch, wenn er geboren wird, egal wo und von wem, ist frei und gleich. Und das ist eine umstürzende, revolutionäre Erkenntnis, die damals gar nicht allen bewusst war und die auch uns heute manchmal noch schwer fällt, sie nachzuvollziehen. Mir ist übrigens aufgefallen, als ich dann einen amerikanischen Historiker gelesen habe, der so ein bisschen anderen Zugang hatte, und dann kam ich von selber auf den Gedanken und habe gesagt, ja, die Menschen sind frei und gleich, das haben wir ihnen gesagt, aber als dann 50 Jahre später die Eisenbahn erfunden wurde, haben wir sie wieder eingeteilt in erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse und vierte Klasse, noch vor dem Ersten Weltkrieg, und ihnen gesagt, das ist euer Platz in der Gesellschaft und diesen Platz müsst ihr gefälligst einnehmen und dürft ihn nicht verlassen. Und wenn wir über eine bürgerliche Moderne reden, dann müssen wir darüber reden, dass ein modernes Bürgertum auch offen sein muss für den Aufstieg derer, die etwas leisten wollen, die etwas aus ihrem Leben machen, die sich um Bildung bemühen. Ich persönlich komme aus einem Haushalt oder aus einer Familie, wo alle Arbeiter waren. Da bilde ich mir gar nichts drauf ein. Die Nachbarskinder waren auch alle aus Arbeiterfamilien. Es war halt eben so. Es war keine Universitätsstadt, es war nicht mal eine Stadt, es war ein Dorf. Da gab es keinen Rechtsanwalt. Das Einzige, was es gab, war einen katholischen Pfarrer und es gab einen Arzt, der die Menschen behandelt hat. Und trotzdem gab es bei den Eltern dieser Kinder gab es welche mit einem unglaublichen Aufstiegswunsch. Und der war nicht materiell ausgerichtet, sondern er war ausgerichtet, dass man gesagt hat, unsere Kinder sollen eine gute Schule besuchen. Und meine Eltern hatten sich zum Ziel gesetzt, wenn die Kinder das wollen, sollen sie studieren können. Wir hatten weiter keine Vorstellung, was wir tun sollten. Und das haben sie uns überlassen. Aber das hat mich zutiefst geprägt. Und insofern interessiert mich das natürlich. Auch Hegel hat nach meiner festen Erkenntnis, das nicht zum Letzten durchdrungen. Wir haben es, wie gesagt, bis heute nicht wirklich verinnerlicht, aber nach der Französischen Revolution war alles anders als vorher. Auch unsere Sozialpolitik, Egalité, Fraternité, das sind die Prinzipien. Und die Fraternité ist nichts anderes als die Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit, die wir heute über Gesetze organisieren, weil sie im privaten Umgang natürlich nicht mehr zu gewährleisten ist.
Weil anders als Goethe war Hegel ja auch ein Bildungsaufsteiger, der auch aus kleinen Verhältnissen sich durch Bildung zum Weltphilosophen machte. Und ich glaube, auch wir hier an der Front sozusagen im Buchhandel müssen sagen, dass da frühkindliche Leseförderung natürlich noch mehr gemacht werden muss, weil es gibt Gruppen der Bevölkerung, die kommen einfach nicht zu uns. Wir sind offen für alle, aber es gibt da schon eine Sortierung, die schon in der Grundschule oder im Kindergarten schon entgegengewirkt werden muss, weil wenn jemand dann hier nicht reinkommt mit 15 oder so, ist auch zu spät. Also das ist so eine Sache, glaube ich, da muss man auch noch immer über größere Programme nachdenken, weil, wie gesagt, es ist eine sehr einseitige Kundschaft in vielen Buchhandlungen. Ja, also wenn ich Ihnen mal einen Ratschlag geben dürfte, schließen Sie sich zusammen mit den Buchhändlern, die es hier in Hamburg noch gibt. Und dann machen Sie einen kleinen Buchkiosk an der Ausfallstraße zu jeder weiterführenden Schule, die es in Hamburg gibt. Nicht nur Gymnasium, auch Mittelschule, ja, Berufsschulen. Zu jeder weiterführenden Schule. Ich hatte auf dem Weg zum Bus, gab es bei mir eine wunderbare Buchhandlung des Kaufhauses Pieper, die damals natürlich nicht so gut sortiert war wie sie heute, aber wo man sich auch die Nase platt drücken konnte. Man konnte die Bücher in die Hand nehmen, man konnte darin blättern. Niemand kam und sagte, kann ich Ihnen helfen? Und dann habe ich mir ab und zu ein Taschenbuch geleistet. Viele von denen habe ich bis heute. Man muss die Menschen auch dazu bringen. Mein Vater hat es ganz genial gemacht. Er war auch nur Bergmann. Wir hatten in der Familie einen Onkel meines Vaters, der war auch Bergmann, ist mit 36 Jahren gestorben, hatte 8 Schwestern, er war ledig. Er hat sein ganzes Geld in Bücher investiert und in tolle Bücher. Ich habe ein kleines mitgebracht. Gebe ich gleich nachher mal rum. Mein Vater hat dann mein Interesse geweckt, indem er sagte, so von diesem Buch bleibst du bitte weg und von dem anderen auch, das ist noch nichts für dich. So, und dann habe ich es natürlich sofort gelesen. Also ich habe von Erziehung vielleicht nicht so viel Ahnung wie die meisten von Ihnen, aber ein Verbot ist super geeignet, die Übertretung zu provozieren. Und das ist auch gut so, das spricht für Ihre Sprösslinge und praktizieren Sie es. Ja, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen sputen. Ich habe hier ein Buch empfohlen, was in der Empfehlung der Buchhandlung war. Ich hatte es vorher nicht in der Hand, aber ich habe ganz viele Brüder und Schwestern dieses Buches in der Hand. Das sind nämlich von Abigail Willis, die geheimen Gärten von Somerset. Wenn es irgendwo ein Land gibt, wo die Gartenbaukunst große Erfolge gefeiert hat, seit dem 19. Jahrhundert, dann ist es Großbritannien mit wunderschönen Landschaftsgärten, mit Gärten, die mit Architektur, mit kunstvollen Ziergehölzen, mit Stauden angelegt sind. Das berühmteste haben wir eben besichtigt, Sissinghurst Garden, wo in den 20er Jahren Vita Sackville West, eine unglaublich emanzipierte Frau, Pfeife rauchend in Hosenanzügen, mit ihrem Mann aus dem Auswärtigen Amt in London einen Garten angelegt hat, der bis heute weltberühmt ist. Es gibt hunderte solcher Gärten in Großbritannien. Man kann sie auf YouTube bestaunen, aber am besten ist es, so ein Buch zu kaufen. Und es gibt ein wunderschönes, ich weiß nicht, ob es noch zu kaufen ist, das sind englische Frauen und ihre Gärten, weil einige der berühmtesten Gartenarchitekten in Großbritannien waren Architektinnen. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Gärten entwickelt wurden. Ich weiß nicht, hoffentlich trete ich niemand zu nahe, ob es Ihnen auch schon mal aufgefallen ist, wenn man alle Gehölze in Form bringt, geometrisch, hat man nachher irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen langweilig. Und umgekehrt, wenn man den Staudengarten so wachsen lässt, wie die Stauden wachsen mit Mohn und Löwenmäulchen und allem dazwischen, hat man das Gefühl, es ist ein bisschen unübersichtlich. Und das war ein langer Streit in Großbritannien. Und dann hat man, die einen haben gesagt, so Formelgarten. Das war von Frankreich, von Italien überkommen, die Renaissance-Gärten, die Rokoko-Gärten. Und die anderen sagten, nein, the Informal-Garten, die Cottage-Gärten. Und am Ende gab es einen jungen Amerikaner, der mit seiner Mutter, die Millionärin war, eingewandert ist. Und der hat einen großen Garten angelegt, wo er beides in einem Gartenraum vereint hat. Und das hat dazu geführt, dass heute die britischen Gärten mit die berühmtesten in der Welt sind. Davon ausgehend möchte ich Ihnen etwas schwerere Kost zumuten. Ich habe ein paar Mal den Namen Otto von Bismarck erwähnt, nicht nur, weil er Hamburger Bürger oder Ehrenbürger war, sondern weil er vermutlich, natürlich immer mit Ausnahme von Angela Merkel und anderen Politikern, die mir nahestehen, aber vermutlich der größte Staatsmann war, den wir in Deutschland in den letzten 200 Jahren hatten.
jedenfalls in seiner Zeit und auch in den 100 Jahren danach kann man das mit Sicherheit sagen. Und Sie werden vielleicht gelesen haben von Christopher Clark, dem Historiker, der die deutsche Geschichte kennt wie kein Zweiter, das Buch Die Schlafwandler, ein riesiger Bestseller über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ein Assistent und Mitarbeiter von Herrn Clark, Oliver Hart, ein junger Deutscher, der jahrelang in Cambridge gelebt hat, über 10 Jahre lang, und Assistent war von Christopher Clark. Der hat ein Buch geschrieben, Bismarcks ewiger Bund, wie das Deutsche Reich gegründet wurde, wie die Verfassung gegeben wurde, wie Kaisertum und Parlament und Regierung und Länder um Einfluss rangen. Es ist insofern schwere Kost, als es versucht, Verfassungslehre und Politik unter einen Hut zu bringen. Man kann nicht 100 Seiten auf einen Rutsch lesen. Auch ich habe Wochen gebraucht, um es zu bewältigen. Aber wenn Sie jemanden haben, der sich für Politik interessiert, für Geschichte interessiert, für Jura interessiert, dem das auf den Gabentisch zu legen zum Geburtstag oder zu Weihnachten, kann ich Ihnen nur empfehlen. Das hier habe ich Ihnen... Wenn ich eine Nachfrage stellen darf, ja, als Bismarck-Fan, tut Ihnen das ein bisschen leid, wenn sozusagen heute Bismarck auch in Hamburg, Denkmal soll vielleicht abgebaut werden, kommt nicht, aber es gibt da doch deutliche Stimmen für, also wenn man sozusagen die Nachteile dieser Zeit sieht und auf die Person legt, also wie bewerten Sie da koloniales Erbe und Bismarck und all das Gute, was er ja sozusagen für die staatliche Entwicklung Deutschlands getan hat? Also ich glaube, wir müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, dass das 19. Jahrhundert weder im Hinblick auf soziale Sicherheit noch im Hinblick auf Gleichberechtigung oder politische Teilhabe mit unserer heutigen Zeit zu vergleichen ist. Aber es gab damals eben kein Bundesverfassungsgericht. Es gab keine 70 Jahre Rechtsprechung. Es gab keine demokratische Tradition. Die Paulskirche war blutig gescheitert. Und dann gab es jemand wie Otto von Bismarck, der sich eigentlich eher verstanden hat wie ein Renaissance-Politiker, der darunter litt, dass er als Angehöriger des sogenannten niederen Adels keinen Zugang hatte zu höchsten Hofkreisen, dass er niemals König werden durfte, weil die Könige aufgrund der Legitimität nur aus einer Familie entstammen durften. Und was er nicht akzeptiert hat. Deshalb war er in seinen jungen Jahren ein Republikaner, der von Demokratie träumte. Und dann wurde er, als 1848 die Vorrechte der preußischen Junker in Frage gestellt wurden und damit seine Lebensgrundlage gefährdet war. Er hatte ja nur seinen Hof und hatte sich entschieden, nicht Beamter zu werden. Und dann hat er sich radikalisiert bis zu dem gewonnenen Krieg von 1867 gegen Österreich, Königsgrätz, und dann gegen Frankreich 1870-71. Und dann hat er plötzlich gezeigt, dass er als preußischer Junker imstande war, über den Tellerrand hinaus zu denken. Er hat zum Beispiel in Preußen gegen das Parlament regiert, jahrelang mit dem Militärbudget, weil das Parlament nicht bereit war, es zu billigen. Und dann nach dem gewonnenen Krieg, als er Volksheld war, geht er vor das Parlament und die Junker haben gedacht, er erklärt die Demokratie für beendet. Wir kehren zurück zur Zeit des absoluten Königtums. Der König und seine Junker bestimmen, wo es lang geht. Der Gutsherr ist wieder König in auf seinem Gut. Und dann geht er vor die Abgeordneten, die alle größtenteils liberal, aber auch national gesinnt waren, und sagt, ich war gezwungen, eine Zeit lang gegen die Verfassung und damit auch gegen ihren Willen zu regieren. Die Zeiten haben sich geändert. Wollen wir vielleicht einen neuen Anfang machen und dafür sorgen, dass es nicht wieder vorkommt und dass vielleicht noch Beteiligungsrechte gestärkt werden? Da waren die Reaktionären, die fielen aus allen Wolken. Und plötzlich war Bismarck der Vorkämpfer der Demokratie in Deutschland. Auch das finden Sie in diesem Buch angedeutet zumindest. Er hat die Sozialgesetzgebung eingeführt, er hat die Zivilehe eingeführt. Bis dato gab es keine Ehescheidung, weil alle Eheschließungen kirchliche Eheschließungen waren. Nun kann man das vielleicht bedauern heutzutage, aber man kann es nicht mehr ändern, weil der Mensch nun mal so ist, wie er ist. Und deshalb glaube ich, dass Bismarck unterm Strich, wenn man es wertet, unterm Strich nach wie vor ein sehr bedeutender Staatsmann ist, ein viel modernerer als bekannt ist. Aber ich glaube auch, dass man Menschen nicht nach den Maßstäben von heute beurteilen soll, sondern nach den Maßstäben in ihrer Zeit. Und damals gab es Menschen, die haben vor den Aufgaben der Zeit versagt, die haben gegen die Zeit gearbeitet,
Das kann man auch mit Fug und Recht kritisieren, weil sie es hätten besser wissen können. Aber wenn jemand so gehandelt hat, wie man es unter vernünftigen Menschen vertreten und verteidigen konnte, dann glaube ich, darf man nicht nachträglich den Stab über ihn brechen. Das Hamburger Bismarck-Denkmal, da bin ich mal hingefahren im Wahlkampf 2013. Da hatte ich zwischen zwei Terminen, einer war in Hamburg-Harburg und der andere war in Schleswig-Holstein, hatte ich ein paar Stunden Zeit und da bin ich da hingefahren. Ich muss jetzt mal so sagen, der Hamburger Bismarck ist ja relativ spät gebaut worden. Und ich glaube nicht, dass die Figur, so wie sie dargestellt ist, die staatsmännische Weisheit von Bismarck wirklich repräsentiert. Aber diese Bismarck-Figur ist doch ein Spiegel dessen, was die Menschen in Hamburg damals empfunden haben, die, die für das Denkmal gesammelt haben, die das Geld aufgebracht haben, die den Künstler beauftragt haben. Und das war nun einmal auch diese Zeit im Zweiten Weltkrieg, wo einige dachten, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wir erobern uns unseren Platz an der Sonne. Das würden wir heute alles so nicht mehr tun, aber die Zeit verschwindet doch nicht, wenn man die Denkmäler stürzt. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir diese Denkmäler in Ehren halten und dass wir unsere Vergangenheit annehmen mit allen Tiefen, aber auch mit allen Höhen, die sie in den letzten 200 Jahren hatte. So, dann habe ich hier ein Buch, das habe ich speziell für Hamburg ausgewählt, obwohl es mit Hamburg gar nichts zu tun hat. Das ist nämlich Gerd Mak, das ist ein niederländischer Schriftsteller, der ein großer Europäer ist. Und er hat ein Buch geschrieben, Die vielen Leben des Jan Six. Und das war eine Familie in Amsterdam, eine sehr wohlhabende Familie, wo alle den Vornamen Jan hatten, über zwei Jahrhunderte hinweg. Und er verfolgt die Entwicklung dieser Familie und damit auch die Entwicklung von Amsterdam bis zur Mitte der 90er Jahre und schildert die Begebenheiten. Und ich dachte mir, so eine stolze Hansestadt wie Hamburg, die interessiert sich sicherlich auch für ihre Nachbarn. Ich weiß, die Räder schauen eher nach Rotterdam, aber diejenigen, die sich für Kultur und Kunst interessieren, die müssen unbedingt nach Amsterdam schauen. Und deshalb, es liest sich sehr vergnüglich. Und wenn sich jemand für ein Buch interessiert, Lothar Gall ist bekannt geworden mit seiner Bismarck-Biografie, aber das brauche ich Ihnen gar nicht zu empfehlen. Aber er hat ein Buch geschrieben, Bürgertum in Deutschland, einige Jahre später. Das war eine Auftragsarbeit wohl einer bürgerlichen Familie, die großen Wohlstand hatte, die Familie Bassermann. Der Urahn war Banker in Mannheim und die Kinder wurden Schauspieler, Politiker, sie wurden reich oder arm und das hat er nachgezeichnet. Und ich finde, auch das kann zur Selbstversicherung beitragen. Dann habe ich Ihnen hier etwas ganz Leichtes gebracht, von einem trotzdem von mir durchaus geschätzten jungen Mann, Tilman Lahme, das ist ein Dozent, ich glaube in Lüneburg an der Uni, der hat sein ganzes Leben der Geschichte der Familie Mann gewidmet. Thomas Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Erika Mann, das waren Schriftsteller, gewaltige Schriftsteller. Und jeder hatte eine andere Botschaft, jeder hatte einen anderen Stil. Das zu lesen macht riesig Spaß, aber es kostet auch viel Zeit. Die Familie Mann allerdings war die erste Schriftstellerfamilie, die ein absolut öffentliches Leben gelebt hat. Thomas Mann, Heinrich Mann weniger, das war sein Bruder, hat einen Untertan geschrieben beispielsweise und Professor Unrat und auch ganz tolle Bücher, Die Jugend des Königs Henri IV. Aber Thomas Mann, so bürgerlich er sich gab, in Wirklichkeit war er Avantgarde und Bohemien und er hat ein großbürgerliches Leben gelebt. Er hat seine eigene Familie der Öffentlichkeit exponiert. Er hat sogar die Kinder kritisiert in Veröffentlichungen, die er gemacht hat. Und seine Kinder haben ihren Vater kritisiert, haben sich ihre Freiräume erkämpft. Viele von ihnen sind leider Gottes unglücklich gestorben. Der bekannteste ist Golo Mann, aber auch Klaus Mann, der wirklich im Widerstand auch gegen den Nationalsozialismus war, der viel Unkonventionelles zustande gebracht hat, der mit Selbstmord geendet ist, hat ein hochspannendes Leben gelebt. Wenn Sie sich dafür interessieren, nicht im Hinblick auf die tiefgründige Literatur, aber auf das Atmosphärische, kann ich es Ihnen empfehlen. Ja, wir alle reden über den Klimaschutz. Und ich habe mir überlegt, soll ich Ihnen dazu ein Buch empfehlen oder nicht?
Dann habe ich gesagt, nein, weil ich möchte mich da nicht einmischen. Ich bin persönlich total überzeugt, dass es heute kein Wetter gibt, und zwar seit 50 Jahren ungefähr, das nicht von Menschen beeinflusst ist. Durch Säure, die wir ausstoßen, Schwefelabgase, durch CO2, durch FCKWs, erinnern Sie sich an die Treibhaus, an die Fluorchlorkohlen, Wasserstoffe, die das Ozonloch schwer beschädigt hatten in den 80er Jahren. Das alles muss uns politisch beschäftigen. Hier gibt es aber ein schönes Buch über eine andere Klimakrise. Philipp Blohm hat geschrieben, Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700. Damals wurden die Sommer immer fahler und die Winter immer länger und immer frostiger. Und die Menschen hatten Schwierigkeiten, ihr gewohntes Leben fortzusetzen. Es hat zu großer Not geführt, zu vielen Toten. Es hat aber auch zu Kreativität geführt. Und er schildert diese Ereignisse in einer sehr lebendigen und anschaulichen Form. Ja, und zum Abschluss, nicht zum Abschluss, wir haben noch drei, aber das geht ganz schnell. C'était Merkel. Es erscheinen derzeit so viele Bücher über Angela Merkel. Und sind alle von langer Hand vorbereitet, weil die Kanzlerin ja gesagt hatte, schon vor 3 Jahren, dass sie nicht mehr kandidieren wird. Und dann haben sich die Schreiber ans Werk gemacht. Und das hier ist eine französische Journalistin, Marion van Rentergem, eine junge Frau, die ich persönlich seit vielen Jahren kenne. Und der es gelungen ist, ganz offenbar auch Zugang zu finden zu vielen, die Angela Merkel jenseits des Kabinetts nahestehen. Und er hat über das Innenleben der Macht hat sie ganz interessante Dinge geschrieben, in großen Buchstaben, leider auf Französisch, aber ich bin sicher, es wird auch eines Tages ins Deutsche übersetzt. C'était Merkel. Dann habe ich hier noch zwei. Das eine ist Mündig von Ulf Poschardt. Ulf Poschardt ist einer der profiliertesten deutschen Journalisten. Er ist der Chefredakteur der Welt und hält in seiner Meinung nie hinterm Berg. Das alles hat er in einem Buch niedergelegt, Mündig, wo er Liberalität und Mündigkeit definiert, von den Inlineskatern, die alles unsicher machen, über diejenigen, die ins Berghain gehen in Berlin, um dort die Nächte zu verbringen, bis zu denjenigen, die politisch wieder den Stachel löcken. Es ist ganz spannend. Wir haben das in meiner Wohnung übrigens vorgestellt, 2020. Eine Woche später kam der Lockdown. Und dann war die Welt anders und heute sehnen sich viele nach der Orden- und Schützenhand des Staates. Aber die Gedanken, die er veräußert, sind nicht schlecht. Und der letzte überzeugte Autofahrer, oder? Bitte? Der letzte überzeugte Autofahrer Deutschlands. Der letzte überzeugte Autofahrer Deutschlands. Ja, ich habe da noch ein Bonmot, das habe ich aber gerade vergessen. Vielleicht fällt es mir wieder ein, das wird Ihnen gefallen von ihm. Ja, und dann ein junger Mann, er ist noch keine 40, Jurist und jüdischer Bürger, also deutscher Bürger natürlich, aber jüdischen Glaubens, Ronen Steinke, der hat ein Buch geschrieben, Der Muslim und die Jüdin. Und ich habe mir zuerst gedacht, Mensch, soll ich mir das kaufen? Weil Einzelschicksale sind spannend, aber ich interessiere mich eigentlich mehr für den großen Kontext. Und dann las ich dieses Buch und dann hat es mich so gefesselt, weil es ist ein Buch über unsere eigene Geschichte im Grunde genommen. Es handelt von einem jüdischen Arzt, der in den 20er Jahren, von einem ägyptischen, muslimischen Arzt, der in den 20er Jahren in Berlin im Krankenhaus Moabit große Karriere gemacht hat, weil er ein hervorragender Arzt war und der dann in der Nazizeit sich immer wieder zwischen Kollaboration und Widerstand orientieren musste und eine junge Tochter eines großen jüdischen Gemüsehändlers bei sich aufgenommen hat als Praxishelferin und sie geschützt hat vor dem Abtransport ins KZ unter Lebensgefahr. Das ist einerseits schon eine anrührende Story, es haben beide überlebt, aber das viel spannendere ist, er berichtet über das Berlin der 20er Jahre, als Muslime und Juden noch zusammenlebten, als jüdische und muslimische Akademiker in Berlin gemeinsamen Vereinen angehörten, als sie mit deutschen Schriftstellern der Avantgarde gemeinsame Ideen hatten. Und da kann man feststellen, was im Berlin der 20er Jahre alles möglich war und sieht, wie schade es ist, dass wir dann abgeglitten sind in diese Zivilisationskatastrophe des Nationalsozialismus, des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs. Das muss uns eine Mahnung sein, dass wir frühzeitig den Anfängen wehren, denn das haben mir die Bücher auch gezeigt. Wenn Sie sich ein bisschen umschauen, dann stellen Sie fest, dass es Antisemitismus schon gegeben hat im 19. Jahrhundert.
nicht bei allen, aber vielen. Und dass es ihn gegeben hat im Kaiserreich um den Ersten Weltkrieg herum. Und es gab immer wieder auch Gegenbewegungen. Es gab großartige Beispiele für Liberalismus und für Humanismus. Aber es gab halt eben am Ende dann doch den Ausgang in die falsche Richtung. Ich werde in 14 Tagen oder 3 Wochen im August ein Buch vorstellen in Berlin von Professor Lothar Machtan. Der hat über den letzten Kronprinzen des Deutschen Reiches geschrieben, der Adolf Hitler und seiner Faszination auch erlegen ist. Und das sind einfach Themen, die sind spannend. Und das ist ein Buch, das ihn nicht mit Schuldvorwürfen quält, das versucht, die guten Seiten herauszuarbeiten, aber auch die problematischen nicht verbirgt. Und ich habe es mit großem Gewinn im Café Schleusenkrug gelesen. Das Letzte muss ich Ihnen nicht vorstellen. Das sind die Sagen des klassischen Altertums. Sie haben es Gott sei Dank in gebundener Fassung. Ich hatte Ihnen eine Paperback-Ausgabe empfohlen. Das passt eigentlich gar nicht. Die Reklam-Ausgabe ist viel schöner. Das wird nicht mehr die Leitliteratur für unsere jungen Leute sein. Aber für den einen oder anderen, der sich für historische Stoffe interessiert, könnte es spannend werden. Und ich habe Ihnen mein Buch von 1970 gezeigt. Und wenn jemand mal schmökern möchte, man kann es lesen in einem Rutsch. Ja, das war ein fulminanter Buchreigen. Und ich würde sagen, wenn Sie eines Tages kein Minister mehr sind, bei uns immer herzlich willkommen als Buchempfehler. Aber vielleicht gehen wir weiter zu Ihren antiquarischen Büchern, die Sie noch zeigen wollen. Und ja, den Chirico hatten Sie noch, den haben wir, glaube ich, ach, den Chirico, ja, um Gottes Willen, ja. Genau. Also Chirico, das ist hier ein Katalog der Hamburger Kunsthalle. Insofern tun Sie auch etwas für Ihre Stadt. Ich finde es schade, dass Sie nicht schon längst ausverkauft sind. Aber wahrscheinlich hat es so viele neue Auflagen gegeben. Chirico war man hat ihn genannt, ein mystischer Maler. Aber in Wirklichkeit war er das für mich überhaupt gar nicht. Er ist in einer Geschichte mit ähnlichen Malern, Magritte in Belgien, aber auch beispielsweise mit Salvador Dali. Und was mich für Chirico immer schon fasziniert hat, dass er nicht einfach nur surreale oder mystische Motive darstellt, sondern er verbindet sie mit Elementen der klassischen Architektur und der klassischen Geschichte. Auch dort, wo er Menschen als Robotermenschen zeichnet, findet man klassische Proportionen. Hier ist zum Beispiel so ein surreales Bild, ein Frauentorso mit Bananen. Und dann sehen Sie hier diese wunderbaren Arkaden, die er gemalt hat, die das Bild ergänzen. Und das ist auf fast jedem Bild. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Sie finden von Chirico auch ganz viele andere Bücher. Ich habe einige bei mir zu Hause im Bücherschrank und ich sehe sie wirklich sehr, sehr gerne. Er hat Kunstgeschichte geschrieben. Ja, und dann wollte ich Ihnen vielleicht noch die antiquarischen kurz Revue passieren lassen. Ich fange mit einem an, das mich persönlich ganz besonders beeindruckt hat. Es ist ein ganz einfaches, unscheinbares Bild. Die Welt des Max Klinger. Und das ist ein Buch vom Deutschen Studentendienst von 1914 den Kommilitonen im Felde und in der Heimat gewidmet. Und ihm lag zugrunde, dass man diesen Weltkrieg hatte, den viele auch herbeigewünscht und herbeigesehnt hatten und dann trotzdem sich Gedanken gemacht hat, wie ist das eigentlich mit der geistigen Gesundheit, wie ist das mit den kulturellen Bedürfnissen dieser Menschen. Man muss nicht nur Fronttheater machen, damit sie auch die körperlichen Bedürfnisse bedienen können, sondern man muss ihnen auch Kunst zumuten. Und ich habe hier zum Beispiel, das ist ein wunderbares Beispiel für seine Malerei von Max Klinger. Das sind alles, damals konnte man Farbdrucke herstellen, aber man hat sie eingeklebt. Sie sind los und wurden eingeklebt. Es gab auch Schwarz-Weiß-Drucke. Hier zum Beispiel ein sehr nachdenkliches junges Mädchen oder junger Mann. Und das hat man dann im Felde verteilt. Ich fürchte, leider Gottes nicht dem Schützen Müller, der Bergmannssohn war, sondern vielleicht eher dem Unteroffizier aus einer bürgerlichen oder adligen Familie. Und ja, es waren trotzdem Menschen. Und auch die hatten ihre Bedürfnisse. Und dieses Buch ist relativ selten, vor allen Dingen in dieser Erhaltung, weil man schon sieht, dass das Papier total verschlechtert war im Vergleich zu dem, was sonst in dieser Zeit üblich war. Ich habe hier ein Buch
ein Jahr vor Beginn, nein, oder zwei, muss gucken, von 1908, bisschen länger noch davor, von C.H. Beck. Und der hatte sich vorgenommen, Bücher zu wichtigen Persönlichkeiten, Biografien, in einer exquisiten verlegerischen Qualität zu verlegen. Und das hier ist, ist eine Biografie über Shakespeare in zwei Bänden. Ich habe Ihnen den Band 2 mitgebracht. Und wenn Sie sich das anschauen, das Kalbsleder ist nach 110 Jahren noch frisch. Das wurde nicht restauriert, das wurde nicht mit Wachs beschmiert. Das ist frisch erhalten. Es hat einen umlaufenden, dreiseitigen Goldschnitt, der ebenfalls noch glänzt, als wäre das Buch von heute. Das sind die Schmuckvorsätze, die der Büchersammler sagt. Und solche Bücher können Sie heute, dann ist hier ein Foto eingeklebt, eine Heliogravüre nennt man das. Das ist eine fotografische Bearbeitung eines Gemäldes von Shakespeare mit einem Seidenhemdchen zum Schutze des Ganzen. Und das Ganze hat ein Papier, das über die Jahre nicht vergilbt, weil es eine herausragende Qualität hat und völlig holzfrei ist. Und wenn ich ein solches Buch in der Hand habe, dann habe ich alleine damit schon ein Escape von den Plackereien des Alltages, mit denen jeder von uns zu rechnen hat. In den bürgerlichen Wohnstuben der reichen Kaufleute, aber auch der Gymnasialdirektoren und der Oberstudienräte standen in 10 Bänden Brems Tierleben seit den 1870er Jahren. Ich habe Ihnen hier mitgebracht, ich habe mir das auch zugelegt antiquarisch, ein Exemplar von 1891. Das war eigentlich die beste Auflage, weil sie inhaltlich natürlich schon die Wissenschaft sehr stark widergespiegelt hat, aber weil sie eben auch mit diesen wunderbaren Chromolithografien versehen war. Das waren bunte Drucke, die man durch ein spezielles Verfahren dargestellt hat, allerdings keine Fotografien, sondern die Vögel mussten gezeichnet werden. Dann konnte man sie drucken und diese Chromolithografien werden leider Gottes aus vielen Büchern herausgerissen und werden dann einzeln verkauft und gerahmt. Das habe ich bei Ihnen noch nie in der Buchhandlung gefunden und deshalb bin ich auch so gerne Ihrer Einladung gefolgt. Und dieses Buch von 1891, wenn Sie das sehen, es hat heute noch eine Bindung, die wird die nächsten 200 Jahre überstehen. Deshalb sagte ich, das Buch ist größer als der Besitzer. Wenn ich eines Tages lange tot bin, wird ein anderer eingeladen werden von den Nachfolgern von Frau Kraut und Herrn Eberhard und wird dann vielleicht einen anderen Band mitbringen. Ich habe Ihnen als kleines Schmankerl für zwischendurch habe ich Ihnen mitgebracht, vielleicht kennen Sie den Kirschner, Volkshandbuch des Deutschen Bundestages. Hat jeder Abgeordnete, weil man damit von jedem Kollegen und jeder Kollegin sehen kann, wie sie ausschauen und was sie bisher so geleistet haben. Und ich war total überrascht, als ich sah, dass das Design dieses Kirschner, das uns so modern vorkommt und so zeitgemäß mit diesen roten, weißen Balken, dass dieses Design seit 120 Jahren unverändert besteht. Das ist ein Kirschner von 1907 und es gab ihn schon 1904. Und in diesem Kirschner sind alle Reichstagsabgeordneten, damals leider Gottes nur Männer, das Frauenwahlrecht gab es noch nicht, sind verwirklicht mit Bildern und mit Kurzbiografien, so wie das heute im Kirschner nach wie vor der Fall ist. Ich habe das antiquarisch erworben. Es war ehrlich gesagt ein bisschen teurer als dieses wunderbare, erhaltene, luxuriöse Buch. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig wertvoll für jemanden, der selbst Parlamentarier ist und dafür auch ein Gespür hat. Dann habe ich Ihnen erzählt von meinem Großonkel, der in den 20er Jahren Bücher gesammelt hat. Die wurden dann, als er tot war, auf seine 8 Schwestern verteilt. Meine Großmutter hat ihre Bücher auf ihre 3 Kinder verteilt, mein Vater hat seine auf seine 2 Kinder verteilt. So kam dieses Buch in meine Hände. Es ist ein ganz einfaches Buch und wahrscheinlich auch gar nicht teuer. Das war von China und Chinesen Bilder, eingeleitet von irgendjemand. Und das waren großartige Fotoaufnahmen in China. Und manches von dem
war damals in den 20er Jahren sensationell, jedenfalls für einen Bergmannssohn, der nie aus dem Dorf herausgekommen war. Hier sieht man einen jungen Opiumraucher und eine junge Chinesin. Das war mit dem kulturellen Selbstgefühl der 20er Jahre absolut vereinbar. Und da kann man sehen, wie sehr wir dann durch den Nationalsozialismus wieder zurückgefallen sind in längst überwundene Zeiten. Hier eine junge Chinesin mit Hosenanzug, damals schon, ich wollte meinen Blicken nicht glauben. Und solche Bücher gibt es in ganz großer Zahl. Das hier ist eines aus der eigenen Familie und deshalb ist es mir besonders lieb. Hier habe ich etwas, was ich Ihnen empfehlen möchte. Das ist auch heute sicherlich bei Felix Jud zu kaufen. Kurt Tucholsky war einer unserer großen Schriftsteller nach dem Ersten Weltkrieg. Er war Kommunist. Das fanden viele nicht so gut. Ich würde es auch nicht als großen Vorteil loben mögen. Aber er war ein kluger Kopf. Und er war auch ein Poet. Und er hat ein Buch geschrieben, Rheinsfeld, das ist die Stadt, wo Friedrich der Große in seiner Jugend in einem Schloss in Verbannung gehalten wurde, weil er mit Leutnant Katte fliehen wollte vor seinem Vater. Und er hat dann dieses Buch geschrieben, wie er unter falschem Namen mit seiner damaligen Freundin nach Rheinsberg fuhr, um ein Wochenende dort zu verbringen. Und es ist eigentlich ein ganz rührendes Buch, weil es von ganz einfachen Dingen handelt, ein bisschen frech. Und dann gibt es dort einen Spruch, da sagt sie, sag mal, liebst du eigentlich dein Vaterland? Und dann sagt er, nee, lieben tue ich dich. Ich achte mein Vaterland, aber lieben tue ich dich. So, und ich wusste das nicht. Und dann gab es in den 70er Jahren, als Gustav Heinemann Bundespräsident war, hat Gustav Heinemann gesagt in einem Interview auf die Frage, lieben Sie Deutschland? Ich liebe nicht Deutschland, sondern meine Frau. Da waren die bürgerlichen Parteien und ihre Wähler total empört und sagen, wie kann der sowas sagen, dieser vaterlandslose Geselle? Ich glaube zutiefst, dass Herr Heinemann, der eine umfassende Bildung hatte, was ihn nicht vor törichten Auffassungen im Einzelnen bewahrt haben mag, aber de motu ist nihil nisi bene, dass Heinemann diese Passage kannte, die damals in den 20er Jahren großes Aufsehen erregt hat und vielfältig diskutiert wurde und dass er daran anknüpfen wollte, aber es haben die Epigonen es eben nicht verstanden. Und so ist es heute, dass zum Beispiel die historische Dimension aus der Politik gewichen ist. Wie viele finden Sie noch, die sich trauen, historische Zitate zu machen? Ich traue mich auch nicht, weil ich nämlich dann der Einzige wäre und das wäre komisch, und es würde vermutlich zu mehr Spott und zu mehr Kritik Anlass geben als zu wirklicher Reflexion. Ich habe Ihnen hier, das da überspringen wir, Gregorowitsch habe ich schon genannt, das ist das. Auch das ist spannend, weil Bücher nicht nur hochliterarisch sind. Es gab damals viele Veröffentlichungen für den kleinen bürgerlichen Haushalt. Und da gab es die Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens und da kam jeden Monat ein so ein Bändchen. Und da waren Fortsetzungsromane drin, Anzeigen waren drin, Bilder waren drin, Romane und Krimis und aber auch Internats, es waren Fotos drin, Grüß Gott, hier ein Foto von zwei Damen, die sich begegnen. Man sieht Bilder aus adligen Häusern, aber auch aus der Landwirtschaft. Und das stand in vielen Haushalten und ich habe mir den Jahrgang 1913 gekauft, weil das der letzte war, bevor die Welt des Wilhelminismus unterging. Und das ist der von 1929, war das Geburtsjahr meiner Mutter. Und es waren immer 13 Bände für jedes Jahr. Dann habe ich hier ein schönes, wo Sie sehen können, wie man auch versucht hat, nach dem verlorenen Krieg noch ein bisschen aus dem Glanz des Kaiserreichs herüber zu retten. Es ist ein ganz wunderbar gebundenes Buch von Boccaccio de Camerone, das viele hundert Jahre alt ist und ein großartiges Buch ist. Aber darum ging es mir gar nicht. Da war nämlich ein junger Mann, der auf dem Rückenschild ausgedruckt ist, Lucian Zabel. Er hat auch Reklame-Dinge gezeichnet. Von ihm gibt es überhaupt gar kein Bild. Aber er hat hier die Illustrationen gezeichnet. Und wenn man diese Illustrationen, der Decamerone war ja ein erotisches Buch zur damaligen Zeit, und wenn man sich diese Illustrationen ansieht, und dann sind die Damen
also die Herren sind alle gezeichnet wie im 13. Jahrhundert und die Damen sind gezeichnet lasziv wie in den 20er Jahren. Mit Hosenkleidern, mit offenem Dekolleté und mit kurzen Haaren in einer Art und Weise, wie man es sich nicht vorstellen kann. Das war jemand, der, hier sehen Sie zum Beispiel, da ist der Kavalier in der typisch italienischen Tracht von, aus dem 13. Jahrhundert. Und da ist die Dame, die er mit einem langen Ballkleid, die er in Händen hält, die eine Ballgesellschaft der 20er Jahre in Berlin hervorragend wiedergeben könnte. Ich gebe Ihnen ehrlich zu, ich habe mir das Buch gekauft wegen der Illustration. In dem Fall nicht wegen des Inhaltes, weil ich es schön fand. Ja, und dann den Bismarck unterschlagen wir jetzt. Das war ein Bild über Bismarcks äußere Erscheinung, voller Fotografien, wie der wirklich ausgesehen hat. Und jetzt habe ich zufällig in einem Buch gelesen, dass damals schon die Fotografien retuschiert wurden. Wenn Sie also Bismarck sehen im Alter von 80 Jahren und dann hat man ihm die Fältchen genommen und man hat ihn, als hätte man Photoshop damals schon gekannt, dargestellt. Und das Letzte, das Vorletzte, was ich Ihnen zeigen wollte, ist dieses hier, Deutschlands Kolonien. Das ist das erste Buch, was in Deutschland von der Verlagsanstalt für Farbenfotografie in Farbe gedruckt worden ist, 1913. Und Sie sehen hier drauf, wenn Sie soweit sehen können, zwei junge Stammesangehörige vor ihrem Boot sitzen. Sie sind farbig fotografiert, nicht gezeichnet. Es sind Bilder wie von heute. Da sieht man, wie bunt die damalige Zeit war. Die Gebäude in den Kolonien, sie waren modern, sie hatten eine moderne Anmutung, haben das Bauhaus zum Teil schon vorweggenommen. Die Naturfotografien, das alles könnte ein Buch sein, was wir heute bei Felix Jud in der Auslage finden. Und das ist für mich so meine Jagd dann auch nach Dingen, die bemerkenswert sind aus dieser ganzen Zeit. Ja, und das Letzte ist inhaltlich eigentlich eher fade. Nicht fade, nein, es ist nicht fade. Es heißt Mann und Weib, ihre Beziehungen zueinander und zum Kulturleben der Gegenwart. Und da wird für Männer und Frauen aus Arbeiterfamilien, aus bürgerlichen Familien und aus adligen Familien dargestellt, wie sie sich zu verhalten haben, wenn man sich einen Hof macht, wenn man heiratet, wenn man Kinder hat. Es ist alles recht informativ. Es gibt hunderte von Schwarz-Weiß-Fotografien und Gemälden, die abgebildet sind, Skulpturen. Es ist alles gut. Aber dieses Buch, das in drei Bänden erschienen ist, drei verschiedene Bände, so dick war das damals, und das veröffentlicht, also nicht veröffentlicht, gedruckt worden ist, im Jahre 1890, vor 130 Jahren. Das habe ich erstanden für weniges Geld, weiß nicht, 80 oder 90 Euro. Und es ist in einer druckfrischen Erhaltung. Das könnten Sie, liebe Frau Kraut, bei Ihnen auslegen. Und niemand käme auf die Idee, dass es ein Buch ist, das 130 Jahre auf dem Buckel hat. Die anderen beiden Bände sind genauso gut erhalten. Das ist einer der seltenen Fälle, wo ein Schutzumschlag die ganzen 130 Jahre das Buch vor Lichteinwirkung geschützt hat und vermutlich niemand damit spielen durfte, keine kleinen Kinder, keine größeren Kinder. Und auch das ist manchmal etwas, was uns zeigt, dass wir, wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, oftmals uns mit unserer eigenen Gegenwart beschäftigen. Ja, und dann wollte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Natürlich, wenn Sie Fragen haben, auch die gerne beantworten. Während wir das machen können, habe ich mir überlegt, dass Eberhard hat davon geschrieben, dass ich Ex Libris in meine Bücher klebe. Das ist eine alte Tradition, die in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Meistens sind es Ex Libris von Menschen, die ihre Villen oder ihre Bibliothek oder ihre Kunstvorlieben abbilden lassen. Und das heißt Ex Libris aus der Bibliothek von, und ich habe das dann gemacht von Peter Altmaier natürlich, mit meinem Lebensmotto. Und da, wo normal die Bücher nummeriert werden, habe ich hingeschrieben Felix Jud, 20.07.21, damit Sie eine Erinnerung haben. Und vielleicht kann man das durch die Reihen geben. Ich glaube, es ist für jeden ein Star. Andernfalls kann ich das gerne noch nachliefern. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön, werter
Herr Minister Altmaier, nehmen Sie die Ex Libris mit. Wenn Sie vielleicht eines der Bücher erwerben wollen, kleben Sie es rein als immerwährendes Andenken. Und wir werden die Gruppe öffnen für Ihre Fragen. Hat jemand von Ihnen eine Frage an den lesenden Wirtschaftsminister? Paula Steck. Sie können die Maske ruhig ausziehen. Unlaut. Wenn Sie reden, ja. Wie viele Bücher haben Sie? Also, ich habe sie natürlich nicht gezählt, aber ich weiß ja, wo ich ungefähr bin mit meinen Ex-Librissen. Da ist ja das Ziel, sie mal irgendwann zu katalogisieren. Es sind so irgendwo zwischen 6.000 und 7.000. Karl Lagerfeld, der gesagt hat, Felix Jud ist mein geistiges Delikatessengeschäft. Intellektuelles. Der hat 150, oder mein Intellektuelles, ja, hat 150.000 Bücher hinterlassen. Und muss ich sagen, die könnte ich bei meinem Beruf sicherlich nicht alle lesen. Und ich habe auch von den 7.000 vermutlich nicht jedes einzelne komplett gelesen. Aber es gab zum Beispiel, heute gibt es ja keine Lexika mehr, weil Wikipedia klüger ist als jedes Lexikon und umfassender ist. Aber ich habe mir mal ein Lexikon gekauft von 1900, Meyers großes Konversationslexikon, 23 Bände, jeder Band so hoch, paar Kilo schwer, 1000 Seiten. Die habe ich zum Frühstück gelesen, weil es so spannend war. Nicht jeden Artikel natürlich, aber das, was mich interessiert hat und was mich gereizt hat. Und deshalb sind sozusagen diese Bücher sind für mich so Begleiter durch mein Leben. Und jedes Mal, wenn ich davor stehe, denke ich an irgendeinen Artikel, der mich damals beeindruckt hat. Ja, noch eine Nachfrage. Sie müssen laut sprechen, bitte. Jein. Ich habe natürlich immer das Problem, dass der Platz nicht ausreicht. Weil die allermeisten von uns haben ja verfügen über ein begrenztes Platzangebot. Es tut mir aber weh, ein Buch wegzugeben, das mir in meinem Leben etwas bedeutet hat. Man hat aber manchmal Bücher, die werden einem geschenkt und die bedeuten einem nichts oder sind schlecht. Und da bin ich auch bereit, die auszusondern, aber die verkaufe ich dann nicht. Weil ich sage, das, was mir nicht gefällt, möchte ich auch keinem anderen zumuten. Und ich bin im Übrigen nach wie vor, manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, überlege ich, was eigentlich mal aus meinen Büchern werden soll, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ich habe keine eigenen Kinder und ich habe natürlich, wie jeder von uns auch, die Aussicht, mal irgendwann das Zeitliche zu segnen. Und da wollte ich es mal jemandem schenken, der sich vielleicht dafür sehr interessiert, aber im Leben viel Pech hatte und nicht den Beruf gefunden hat, der ihm es ermöglicht hätte, sowas selbst zu realisieren. Aber dann fiel mir auf, der hat dann ja auch gar nicht die Räumlichkeiten, um sowas unterzubringen, wenn er von einer kleinen Rente oder von Hartz IV leben muss. Also die Lösung ist nicht gefunden. Ein kluger Buchhändler würde sagen, ist doch klar, die Erben müssen die wieder verkaufen, damit sie in den ewigen Kreislauf eingehen und anderen Bücherliebhabern zugutekommen, so wie das seit 300 Jahren der Fall ist. Herr Buhl, könnt ihr Izarda sprechen, als du bliebst? Ja, in Holländisch ist besser als mein Deutsch. Nein, das Deutsch höre ich gut. Ich höre es sehr gut. Es ist sehr gut. Sie müssen nur laut sprechen. Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass ich als Leser eher ein Spätzünder war. Ich bin katholisch getauft, zu meiner ersten Kommunion wurden mir ganz viele Bücher geschenkt, Karl May und die Schatzinsel und wie sie alle hießen, Captain Keimann, und die habe ich jahrelang nicht gelesen, hat nicht gezündet. Und dann plötzlich hat es gezündet. Aber ich muss auch sagen, es waren weniger diese Bücher, sondern es waren dann vieles, was wir an Büchern heute haben, verdanken wir auch sogenannten Büchergilden, Buchgemeinschaften und Leseringen. Und damals gab es den Bertelsmann Lesering mit Niederlassungen in jeder Stadt und man konnte Mitglied werden
und musste sich verpflichten, einmal im Quartal ein Buch zu kaufen. Preis war unterschiedlich. Und dann habe ich gelesen, ein Buch von Hermann Hesse und mir gekauft, Narziss und Goldmund. Und dieses Buch, obwohl ich gar nicht romantisch veranlagt bin, hat mich wirklich gefesselt und gerührt. Und ich könnte die Geschichte heute noch sagen, obwohl ich es nie mehr gelesen habe danach. Und das war die Initialzündung. Dann kamen die historischen Bücher dazu. Und was, weil Sie ja Niederländer sind, ich habe als Student die Bekanntschaft mit den Niederlanden gemacht und festgestellt, dass wir, obwohl wir Nachbarn sind, jedenfalls die Deutschen von ihren niederländischen Nachbarn gar nicht so sehr viel wissen. Wir glauben, dass die alle Tulpen züchten oder Käse produzieren und dass sie im Fußball immer versuchen, uns zu besiegen, was wir ungerecht empfinden. Und die Niederländer empfinden es als sehr ungerecht, dass sie den Deutschen eigentlich im Persönlichen gegenübertreten, immer Herr werden. Aber wenn da so 11 Fußballspieler kommen, ging es meistens schief. Jedenfalls haben wir dann ein Seminar gemacht mit jungen Christdemokraten aus meiner politischen Jugendorganisation in Sittard in den Niederlanden. Und da war ich so begeistert von der niederländischen Kultur, dass ich mir geschworen habe, diese Sprache doch einmal zu verstehen, zumindest sie lesen zu können. Und dann habe ich mir bei einem Buchhandel, der allerdings ein bisschen größer war, weil es ihn in jeder Stadt gab, De Slechte, Royal Afgeprijsde Boeken, das war ein modernes Antiquariat. Wo moderne in den Niederlanden sind die Bücher sehr viel teurer als bei uns, weil der Käuferkreis sehr viel kleiner ist. Es sind ja nur ein paar Millionen Menschen, Flamen und Niederländer, die das kaufen können. Und dann habe ich mich dort mit spannenden Büchern versorgt. Harry Mühlis, Der Anschlag, aber auch Meneer van der Hoes van Natas, De Rooie Jonkheer, Erinnerungen in Opfattingen, Met enterende Tijd. Das hat mich sozusagen dann mit dieser Kultur in Berührung gebracht und deshalb, wenn Sie Kinder haben, Söhne und Töchter, und die sagen, Mama oder Papa, was soll ich denn für eine Sprache lernen? Dann sagen Sie denen bitte, ist doch klar, ohne Englisch ist heutzutage alles nichts. Also musst du Englisch lernen. Aber damit ist es ja nicht getan. Der menschliche Kopf ist so zusammengesetzt, je mehr man in ihn hineinfüllt, desto mehr Platz ist anschließend noch. Es ist nicht so, dass die 4 oder 5 Sprachen gelernt haben, sich weniger andere Dinge merken können. Sondern es ist so, dass die Synapsen angereizt werden zu besserer Interaktion. Und deshalb, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kulturell sehr bereichernd ist, wenn man auch eine Sprache eines kleineren Landes, ob das die Niederlande sind, ob das Dänemark ist, ob das Portugal ist, kennt. Weil die Perspektive aus Sicht eines kleinen Landes eine ganz andere ist, als die von einem Land, das immer eine Großmachtambition hegte oder immer ein größeres Land war und gewohnt ist, dass die Nachbarländer auf dieses Land schauen. Und bei mir waren das die Niederlande aus diesem Zufall heraus und das hat mich sehr bereichert. Ich habe jetzt so in mittels 150 to 200 Boekjes in der Kast in Niederlands. Und manchmal, nicht mehr so häufig wie früher, greife ich mir dann so ein Buch und denke dann an die Zeit, als ich die Sprache gelernt habe. Sie sind unser beliebster Bundesminister. So, eine weitere Frage. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Sie haben ja sehr liebevoll über Bücher berichtet. Sie haben einen Einblick damit, nicht nur in die Bücher, sondern auch in Ihr Leben, Ihre Gedankenwelt. Gerade an einem Beispiel nochmal gesehen, gegeben. Meine Frage geht eigentlich als ehemaliger Schulleiter des Hamburger Gymnasiums dahin, wenn der Vergleich ein Kiosk in der Nähe einer Schule so angenehm ist. Ich würde sogar noch bevorzugen, dass man wieder richtige Bibliotheken in Gymnasien, in Schulen hat. Wir haben die herausgedrängt und meine aktuelle Frage in der heutigen Das Verhältnis zwischen was? Zwischen dem Tablet-Unterricht, dem Distanzunterricht heutzutage und zum Beispiel dem praktischen Unterricht, wenn Sie tatsächlich ein Buch in die Hand nehmen und etwas anders lernen, als wie es jetzt sehr modern ist. Gleichwohl, ich unterstütze natürlich auch den modernen Unterricht. Nein, also ich glaube, dass die modernen digitalen Unterrichtsmethoden ganz wertvoll und unverzichtbar sind. Das ist die heutige Zeit, das ermöglicht auch Kindern, wenn es richtig gemacht würde, wenn man eine ordentliche Bildungscloud hätte,
würde es Kindern ermöglichen, viel mehr zu lernen, als sie in der Schule lernen können. In der Schule ist ja immer ein Kompromiss. Es müssen alle mitkommen und es muss irgendwie die Notwendigkeiten der Zeit treffen. Das eigene Interesse wird ja nicht so reflektiert. Ich habe in der Schule im Deutschunterricht am meisten gelernt, wenn ich unerlaubterweise im Lesebuch geblättert habe und die Dinge gelesen habe, die wir gar nicht durchgenommen haben. Und diese Möglichkeit kann man auch digital schaffen. Aber, und das ist mein Plädoyer, das digitale Buch, das E-Book, das Lernen aus der Cloud, so wertvoll es ist, wird das haptische Erlebnis, ein Buch in Händen zu halten und zu lesen, nicht ersetzen können. Und es ist, ich meine, die allermeisten Menschen werden keine 1.000 oder 2.000 Bücher in ihrem Leben erwerben oder sammeln. Viele leihen sie in der Bibliothek. Deshalb ihr Gedanke, den ich sehr hervorragend finde. Andere werden Bücher kaufen und gebraucht wieder verkaufen, um sich neue kaufen zu können. Das ist alles ganz normal und zu befürworten. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es dieses gedruckte Buch nach wie vor gibt. Dass das gedruckte Buch auch eine Aura hat. Ich habe jetzt in meinem Ministerium beschlossen, dass wir ab dem Herbst, wenn Menschen ausgezeichnet werden mit einer Urkunde, weil sie 25 Jahre Beamte sind, weil sie befördert werden zum Oberamtsrat oder zum Oberregierungsrat oder zum Ministerialdirigenten, dass diese Menschen dann ein Buch geschenkt bekommen. Kein sehr teures Buch, aber eines, wo wir unter 4 oder 5, die wir zur Auswahl haben, den Betreffenden die Möglichkeit lassen, und da wird dort hineingeschrieben, überreicht aus Anlass der Beförderung zum Oberamtsrat, dann und dann im Bundeswirtschaftsministerium. Das könnte man auch machen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen der Fall ist, wenn Kinder ihre Schullaufbahn beenden. Ich habe ein Buch bekommen, weil ich damals in Deutschland gute Arbeit hatte. Und da gab es den Scheffel-Verein, der uns über Viktor von Scheffel ein Buch geschenkt hat. Wir waren dann 5 Jahre Mitglied. Es war aber leider Gottes nicht meine Richtung und ich bin ihm untreu geworden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand für die beste Mathematikarbeit, für den besten Notendurchschnitt geehrt wird, dass man ihm dann auch ein Buch mit überreicht, weil damit deutlich wird die Wertschätzung, die dem Buch gesellschaftlich entgegengebracht wird. Die französische Politiker, ich bin morgen in Paris bei meinem Freund Bruno Le Maire. Ich habe so viele französische Minister im Laufe meines nun doch schon längeren politischen Lebens getroffen und sie haben kein Ministerbüro, wo nicht Bücher stehen. Meistens natürlich ältere französische Bücher aus dem 19. oder manchmal auch aus dem 18. Jahrhundert. Das sind diese berüchtigten Lederbände, die sehr schön sind, aber selten gelesen werden. Auch nicht von den Ministern in aller Regel. Aber es ist eine Wertschätzung für diese geistige Nahrung, die mit dem Buch verbunden ist. Und ich habe mich schon umgeschaut bei mir in meinem Büro, ob es da möglich wäre. Ich habe mir dann überlegt, dann könnte man vielleicht wirtschaftspolitische Literatur aus den letzten 200 Jahren dort versammeln. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu verwirklichen. Und wer weiß, vielleicht kommt man nie dazu. Aber man muss ja auch gute Vorsätze haben und muss mit anderen Leuten darüber sprechen. Vielleicht verwirklichen die es ja. Ja, gibt es noch eine Frage? Also parallel lese ich sie eigentlich nur, wenn sie langweilig sind. Also manchmal gibt es ein Buch, von dem ich glaube, dass ich es lesen sollte. So, und dann fange ich an und stelle fest, dass es schwer ist. Und das hat gar nicht mal etwas damit zu tun, ob es besonders klug oder schlau ist, sondern es gibt eben Schriftsteller, die haben eine sehr gute Feder, die man lesen kann, die einem zusagt. Das ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Zum Beispiel der langweiligste, nein, ich will das nicht kritisieren, aber ich war EU-Beamter in Brüssel, bevor ich Politiker wurde. Und dann habe ich mir die Memoiren von Jean Monnet gekauft, einer der Gründer der europäischen Integration. Und der hat dann wunderbar geschrieben, wie er schon im Ersten Weltkrieg die Idee hatte, einen gemeinsamen Markt zu gründen, um sich besser behaupten zu können, gegen Amerikaner, Kanadier und Australier,
Er hat gesagt, da gab es damals zwischen England und Frankreich Le Comité Mixte de Gestion de Blé, das war der gemischte Weizenkontrollausschuss, und die haben dann entschieden, dass England und Frankreich gemeinsam ihren Weizen ersteigern in den USA und in Kanada, und damit konnten sie viel bessere Preise raushandeln, weil sie sich nicht gegenseitig überboten haben, sondern sie haben mit einem Gebot alles gesteigert und dann unter sich aufgeteilt. Dieses Buch ist großartig, aber es ist total langweilig geschrieben. Und zwar auch im Original. Also ich, jedenfalls mir fiel es schwer, das Buch zu lesen. Und dann habe ich, glaube ich, über 4 Jahre in Brüssel EU-Beamter, 4,5 Jahre, ich glaube, ich habe 3 Jahre gebraucht, um die 350 Seiten von Anfang bis zum Ende zu lesen. Oder ich habe neulich nochmal angefangen, die italienische Reise von Goethe mir zu Rate zu ziehen. Und auch dort muss ich sagen, so spannend es ist, aber es ist schwerfällig zu lesen. Und es gibt spannendere Dinge von Goethe. Und deshalb, ja, ich gebe das zu, manchmal lese ich auch ein Buch nie zu Ende. Dann steckt das Lesezeichen noch irgendwo auf Seite 40 und es ging nicht weiter, und obwohl es schon 20 Jahre her sind. Und das sollten auch Sie sich trauen, wenn Sie ein Buch lesen und es gefällt Ihnen nicht, tun Sie es weg. Das Buch kann Sie nicht zwingen, dass Sie es zur Kenntnis nehmen. Ja, man kann sich in Büchern genauso täuschen wie in Obstsorten oder in Kleidern oder in Mänteln oder in Schuhen. Und deshalb mein Ratschlag ist, trauen Sie sich auch ein Urteil über Ihre Bücher zu. Ich habe mal angefangen, ich habe es leider Gottes nicht durchgehalten, wenn ich so ein Buch gelesen habe, dann in die Bücher eine Notiz zu machen, handschriftlich, wie ich dieses Buch empfunden habe. In der Vermutung, dass mal irgendwann ein anderer das Buch bekommt und den Zettel findet, und dann vielleicht sagt der Altmaier, ist ein Rindvieh, der hat das gar nicht verstanden oder der hat das völlig falsch gesehen. Aber jedenfalls mein Urteil auch für mich festzuhalten. Und so ist das Lesen eigentlich auch nur ein Zweck, um sich auf andere Gedanken zu bringen, andere Assoziationen möglich zu machen, und hilft Ihnen dann, egal ob es Ihnen gefällt oder nicht gefällt, möglicherweise in anderen Situationen. Ja, liebe Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie auf den harten Stühlen durchgehalten haben. Ich glaube, wir haben alle sehr viele Lesevorschläge bekommen, Anregungen und sind in den nächsten Wochen gut versorgt mit neuen Büchern. Gehen Sie gerne nach drin, holen Sie sich das eine oder andere. Und ich glaube, wenn mehr Politiker wirklich das Buch so heben würden, auch auf europäischer Ebene, da vermisse ich das doch wirklich sehr oft, dann wäre der Sache schon viel geholfen. Und in diesem Sinne ein ganz großes Dankeschön für die Reise nach Hamburg, hier zu Felix Juth. Eine gute Sommerzeit, Herr Minister, und danke, dass Sie da waren. Es war sehr schön bei Ihnen. Vielen herzlichen Dank.